ist ein sehr spannender Ort, an dem man vor allen Dingen auch für die Entwicklung von Spielern viel tun kann. Ja. Und das ist hauptberuflich. Ja, ich habe die Entscheidung getroffen, Trainer zu werden, habe ich ganz früh, mit 8 oder 9 Jahren schon. Also da war mir schon klar, ich werde auf jeden Fall mal irgendwo Trainer. Ich habe gesagt, eigentlich möchte ich nicht, dass Physiotherapeuten die Trainingsrunde bleiben. Dann hat er mir gesagt, warum nicht? Von Montag bis Freitag höre ich auf das, was die weißen Leute sagen. Und samstags gehören die Spieler mir. Mhm. So, es sei denn, es gibt ein klares, geht nicht. Also, Physiotherapie war immer ein Gummiband und maximal 2 Kilo kurz anklicken. Genau. Das ist halt scheiße. Ja. Also, und die stehen dann halt im Vordergrund. Es geht immer um den Hebel. Also, wie können wir die Leistung optimieren? Mit welchem Hebel am besten verbessern? Genau. An welchem Rad müssen wir drehen, damit wir den größten Sprung haben? Als Trainer musst du teilweise andere Entscheidungen treffen, als du es als reiner Therapeut treffen würdest, was die Schonung angeht oder nicht Schonung angeht. Das ist so. Ja. Aber ich glaube. So. Also, zunächst nochmal, Carsten, vielen Dank, dass das geklappt hat. Also, wenn das gut läuft, ha? Musst du nicht beim Vornamen nennen, nicht beim Nachnamen. Ich heiße Frank. Ja, FC. Okay. Richtig, Frank. Ja, Frank. Also, wie gesagt, das ist super, dass es geklappt hat. Freut mich echt. Vor allen Dingen, weil ihr beide auch, naja, unglaublich viel um die Ohren habt. Freut es mich umso mehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Eigentlich hätten wir einen Podcast über Zeitmanagement machen sollen. Ich verstehe. Nee, besser nicht. Da kommen wir nicht super weg. Ich verstehe bei dir verstehst du sowieso nicht, wie du das alles unter einen hinkriegst, immer das Ganze. Also, ich sitze hier gerade, um das mal kurz nochmal aufzudröseln, mit Philipp und Frank. Und Philipp ist der Physiotherapeut und Athletiktrainer von GWD Minden. Das ist so unser Handballverein hier in Minden. Erste Bundesliga sind wir ja. Und mit Frank, Chefcoach. Und wir wollten heute einfach mal ein bisschen quatschen, wie sich so das Leben als Chefcoach und Physiotherapeut gestaltet. Wobei du machst ja mittlerweile auch, du bist ja auch Referent mittlerweile, oder? An der Sporthochschule in Köln. An der Sporthochschule nicht, sondern DOSB. Das ist zwar auch so ein Gelände in der Sporthochschule, aber nee, eher da. Und so ein bisschen ab und zu beim Handball, wenn die mich da brauchen, aber mit der Spore an sich, die sind komplett getrennt voneinander. Das denken viele, weil es auf dem gleichen Gelände ist, aber beim DOSB und ab und zu beim DHW. Ja. Also letztendlich bist du zu Hause in Training, Therapie und jetzt auch noch im Referententum und einfach so ein richtiger Allrounder quasi. Und du bist wir kennen uns ja letztendlich über Philipp. Ich wurde mitgenommen, wann war denn das? 2015 oder so? 14, 15, 16? 15, 16 vor der zweiten Saison. Ja, genau, müsste das gewesen sein. Ja. Da war ich in der Vorbereitung in Kiedenbaum damals. Und da haben wir uns eigentlich kennengelernt. Du bist ja jetzt schon ganz schön lange hier, wenn ich jetzt mir gerade überlege. Vier Jahre bist du jetzt in Minden? Naja, also 15. Februar bin ich gekommen. Jetzt, was haben wir jetzt hier? Oktober 20. Also das sind schon ein paar mehr Jahre. Also es ist schon eine Reihe von Spielzeiten. Es ist nicht so ganz normal in der Handball-Bundesliga, dass da Trainer lange bleiben. Normale Verweildauer ist, glaube ich, so um 22, 23 Monate herum. Aber hier passt es gut, glaube ich, für beide Seiten. Da scheint es ja irgendwas richtig zu machen hier, wa? Ich habe ein gutes Team. Ich habe gute Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe gute Spieler, gutes Management, wo wir uns gut ergänzen und viele Dinge bewegen können. Die Erfolge müssen natürlich stimmen, weil ohne Zahlen, ohne Punkte wird es nicht gehen, das ist klar. Aber Minden ist ein sehr spannender Ort, an dem man vor allen Dingen auch für die Entwicklung von Spielern viel tun kann. Ja. Das ist natürlich dann etwas, wo es nicht unbedingt darauf ankommt, ob man jetzt den 10. Platz oder den 12. Platz in der Bundesliga macht oder den 14. Wichtig ist natürlich, dass man den Bundesliga-Standort erhält, also sprich die Klasse hält, das ist klar. Und natürlich auch das optimale sportliche Ergebnis erzielt. Aber genauso wichtig ist es eben auch, die Spieler zu entwickeln, also besser zu machen. In dem Sinne, dass dann eben, oder mit dem Effekt des Spielers dann eben auch für höhere Aufgaben berufen werden. Also sprich in die Nationalmannschaften zum Beispiel
oder eben auch von ja, besseren Clubs dann abgebaut. Aha, also das heißt, als du hierher gekommen bist, wurde dir das auch quasi so vermittelt, dass es hier auch darum geht, die jungen Spieler zu fördern? Oder kam das dann von dir, dass du gesagt hast, ey, hier ist ein super Ort quasi, um junge Spieler nach oben auch zu bringen? Weil vielleicht auch jetzt nicht der Druck da ist, dass man den ersten Platz halt machen muss? Oder wie ist das? Beides. Also erstens ist es so, dass ich natürlich GWD schon ein bisschen länger kenne. Ich habe hier gespielt, Anfang der 2000er Jahre. Und GWD war immer ein Platz, an dem ausgebildet wurde. Es war immer ein Platz, an dem Spieler aus der eigenen Jugend heraus bis in die erste Mannschaft gewachsen sind. Natürlich nicht jedes Jahr, das gelingt nicht immer. Es gibt mal Jahrgänge, die sind ein bisschen besser besetzt, gibt es mehr Talente und dann welche, in denen weniger Talente da sind. Aber das war schon immer der Mindener Weg, dass hier Leute, Spieler aus den eigenen Reihen sozusagen in der Bundesliga angekommen sind. Das war zu meiner Zeit so und das war auch über all die anderen Jahre so. Nur ist es natürlich immer eine Frage, also wenn man über Ausbildung spricht, ist immer sehr wichtig, dass man eine gewisse Kontinuität bei den Ausbildenden hat. Nicht unbedingt bei den Auszubildenden, die gehen natürlich dann irgendwann oder entwickeln sich weiter. Ja. Aber diejenigen, die dort ausbilden, das ist natürlich sehr wichtig, wenn man sieht, dass der leitende Jugendtrainer hier, glaube ich, 30 Jahre am Start war. Ja, 30 Jahre. Dietmar Molter, vielleicht 20, 25, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. So genau kann ich das nicht sagen, aber auf jeden Fall über mehrere Jahrzehnte, ganz sicher. Mhm. So, und dieser Mann hat alle Nationalspieler, die hier in dieser Zeit, also in den letzten drei Jahrzehnte, die hier entstanden sind, die hier ausgebildet worden sind, ausgebildet. Ja, das spricht für Kontinuität auf der einen Seite, aber wenn man das natürlich in der Bundesliga auch umsetzen möchte, dann ist natürlich wichtig, dass man eine gewisse Qualität, einen gewissen Stamm an Spielern hat in der Bundesliga-Mannschaft, aber eben natürlich auch auf der Trainerposition. Wenn man da alle halbe Jahre einen neuen Trainer hat und die Spieler ein neues System lernen müssen oder auch im Ausbildungsbereich sich die Trainer dann an das anpassen müssen, was der neue Bundesliga-Trainer sozusagen sehen möchte, dann kann das nicht funktionieren, denn das dauert natürlich Jahre. Ja. Ja, wenn man da alle halbe Jahre einen neuen Trainer hat, kann das nicht funktionieren. Wenn man alle zwei Jahre einen neuen Trainer hat, wird es auch schon schwierig. So, und deswegen denke ich, scheint es gut zu passen. Ich habe vorher in Magdeburg gearbeitet, in einem Club, wo es auch sehr, sehr viele gute junge Spieler gibt, wo aber der Weg in die Bundesliga-Mannschaft ein viel, viel schwieriger ist. Weil natürlich die Ansprüche an die Bundesliga-Mannschaft dort viel höher sind. Ja, da ist das Ziel Champions League. Ja. Ja, ist das so ein Punkt, also du hast jetzt ja gerade so letztendlich die Jugendarbeit auch in den Vordergrund gestellt, die hier auch passiert und wo hier Wert drauf gelegt wird. Ist das auch so ein Punkt, der dich als Trainer vielleicht sehr erfüllt oder der dich als Trainer auch, wo du sagst, das ist auch so ein Punkt, das macht mir sehr viel Spaß als Trainer, die Jugend auch zu fördern oder was reizt dich so am Trainer sein? Ich meine, irgendwann hast du ja mal die Entscheidung getroffen, ey, ich mache das jetzt hauptberuflich. Ja, ich habe die Entscheidung getroffen, Trainer zu werden, habe ich ganz früh, mit 8 oder 9 Jahren schon. Also da war mir schon klar, ich werde auf jeden Fall mal irgendwo Trainer, ich werde irgendein Team trainieren, im Handball, im Fußball, da habe ich dann beides gespielt. Also alle wollen Feuerwehrmann oder Polizist werden, du wolltest schon früher Trainer werden. So ungefähr, ja. Das war auf jeden Fall etwas, was ich früh im Kopf hatte. Aber man kann nicht planen, dass man Trainer in der Bundesliga wird. Also da gibt es keinen Ausbildungsweg. Also es gibt einen Ausbildungsweg, du kannst Lizenzen machen, du kannst dich qualifizieren, du kannst bestimmte Stationen ansteuern, ja, aber das ist natürlich da gehört auch viel Glück dazu, einen solchen Job überhaupt zu bekommen. Ja. Und dann zu behalten, da gehört ein bisschen mehr dazu, das ist klar. Aber auch da braucht man ab und zu mal Glück, alle paar Jahre mal oder alle paar Monate mal manchmal, je nachdem, wie sich die sportlichen Situationen entwickeln. Für mich ist es so, dass ich einfach, glaube ich, schon mal als Spieler auch schon ähnlich gedacht habe, also zumindest Ideen hatte, wie ein Trainer sie vielleicht auch hat, ja. Über Taktiken nachgedacht habe, was nicht immer für die Trainer nicht immer so angenehm war, weil ich das auch selten für mich behalten habe, gerade als junger Spieler. Also du bist angeeckt. Ich bin des Öfteren mit vielen Leuten, mit meinen Mitspielern, mit meinen Trainern immer wieder angeeckt, weil ich einfach der Meinung war, ich wüsste es natürlich besser, ist ja klar, wie jeder junge Mensch. Ja, ja. Und trotzdem bin ich eben diesem Ziel letztlich irgendwo treu geblieben und habe dann nach dem Ende meiner aktiven Zeit war für mich klar, dass ich
dass ich auch Trainer werden wollte. Oder dass dann den ersten Job dann auch angenommen habe in der zweiten Liga, damals in Aurich. Ach, du bist direkt in der zweiten Liga quasi eingestiegen? Ja, also eingestiegen bin ich. Ich habe über zehn Jahre lang Jugendmannschaften trainiert. Ich habe 1993 meine erste Trainerlizenz gemacht und habe dann. Ich bin auch schon ein bisschen älter. Und habe dann von da an Jugendmannschaften trainiert, zunächst in Bremen. Ja. Dann habe ich hier in der Zeit als Profi keine Mannschaften trainiert, aber als ich dann zurückkam nach Aurich, da habe ich auch sofort Jugendmannschaften wieder übernommen. Da im Kinderbereich, erst einmal. Vorher waren es so B-Jugend- und A-Jugendmannschaften. Und dann habe ich im Kinderbereich 5 Jahre gearbeitet, was ich nie wollte. Also wo ich so ein bisschen genötigt wurde, diesen Job zu übernehmen. Was mir aber einen riesen Spaß gemacht hat am Ende, sonst hätte ich es nicht so lange gemacht. Wir haben in Aurich damals eine Jugendabteilung, die es in Ansätzen schon gab, aber eben im Kinderbereich noch gar nichts. Es gab so C-Jugend, B-Jugend und so weiter, das gab es alles, aber im Kinderbereich noch gar nichts oder nur sehr wenig, rudimentär. Und als wir aufgehört haben, sind wir überlaufen worden von Kindern dort in dem Bereich. Und Das hat irren Spaß gemacht, weil natürlich so 8-, 9-, 10-Jährige einfach eine riesen Bewegungsfreude haben, häufig Bewegungstalent haben und einfach Dinge so unglaublich schnell lernen, dass das eine ganz andere Arbeit ist als mit älteren Jugendlichen oder auch mit Profis. Also jedes hat seins, jedes Ding ist, möchte aber nichts davon wissen, und all die Gedanken, die ich hatte über Kindertraining, die waren falsch. Vorurteile, so nach dem Motto, das ist gar kein richtiger Handball. Man hat man kriegt so viel zurück und erlebt so viel Freude, wenn Kinder ihre ersten Erfolge haben und so richtig angefixt werden für den Handball, dann ist das was unglaublich Schönes. Du schwärmst richtig. Vielleicht solltest du doch nochmal die Mannschaft und was Jüngeres umtauschen. Ja, echt zu gut. Ja, das wird bestimmt auch nochmal kommen. Ich nehme mir da ein Vorbild hier an unseren Präsidenten, der Horst Bredemeier, hat ja auch immer noch mit, ich weiß nicht, ob es jetzt alle aktuell macht, weiß ich nicht, aber bis vor einem Jahr hat er auf jeden Fall noch die D-Jugend gemacht hier im Verein, also auch noch 10, 11, 12-Jährige. Das macht schon Spaß. Aber mit Profis arbeiten macht auch viel Spaß. Das ist nur eine ganz andere Arbeit, das ist eine ganz andere Aufgabe. Ja. Aber das hat auch seine Momente. Ja. Gerade wenn wir jetzt auch das fortsetzen wollen, wenn man so junge Spieler hat, die sich dann weiterentwickeln, die in die Nationalmannschaften kommen, die das erste Mal berufen werden, die ihre ersten Schritte in der Bundesliga machen. Wenn man das begleiten kann, Beispiel hier ist ja Maja Michalczyk, ist ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie es laufen kann, wenn man seinen Weg geht im Club, als A-Jugendlicher schon die ersten Schritte bei uns in der zweiten Liga damals gemacht, 2015, und dann bis in die Nationalmannschaft den Weg gegangen, hier bei GWD. Also das ist möglich, wenn man natürlich den Fleiß mitbringt, den man mitbringt, und natürlich auch ein gewisses Talent, eine gewisse Voraussetzung. Wo ist der jetzt? Ich habe Mario kennt ja auch noch. Wo? Berlin. Füchse. Kommt Sonntag. Sehen wir am Sonntag, genau. Achso, wie spielt er am Sonntag? Ja, also ein altes Wiedertreffen quasi. Ja, das heißt, du hattest schon die eine oder andere Trainer oder hast schon die eine oder andere Trainerstation jetzt hinter dir. Hast du ja gesagt, ich bin schon ein bisschen älter. Ja, älteres Semester. hier auch in der Bundesliga, dann bist du ja, wie viele Vereine warst du jetzt schon? Ich bin mit Hannover aufgestiegen, 2009. Und dann bin ich nach einem Jahr Bundesliga, bin ich dann nach Magdeburg gegangen. Da war ich 3,5 Jahre in Magdeburg. Und seit 15 bin ich jetzt hier. Dritte Station. Das heißt, man kommt ja auch letztendlich ganz schön rum, so als Trainer, wa? Man muss häufig den Standort wechseln, oder? Ja, natürlich. Man muss zumindest die Bereitschaft dazu haben. Ja. Man muss nicht immer den Standort wechseln, aber man sollte die Bereitschaft dazu haben, wenn man langfristig da in den Job arbeitet. Und das bedeutet natürlich auch eine enorme, sagen wir mal, Umstellungsfähigkeit, Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen für die Familie. Wollte ich gerade sagen. Also ich meine, wenn man vor allem wenn man jetzt vielleicht noch Solo ist oder jüngeres Semester, dann macht einem das wahrscheinlich nicht so viel aus. Ne? Also ich bin jetzt ja auch in letzter Zeit viel umgezogen und ich fand es immer sehr bereichernd, aber ich habe natürlich auch keine Kinder oder Frau oder was auch immer, die ich noch mitziehe. Ja. Da muss man das Trainersein schon lieben, oder? Oder man muss auch lieben,
neue Erfahrungen, sich in neue Städte einzuleben, dort wieder sein Umfeld, sein Zuhause ja letztendlich aufzubauen. Ne? Ja, aber das ist als Spieler nicht anders. Ich bin auch als Spieler, du kennst ich, es aber viele, ich kenn's nicht anders, genau. Ja. Ich bin in dieses Leben hineingewachsen und jetzt ist es eigentlich so das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass vielleicht nicht mehr der ganze Teil der Familie mitkäme, wenn wir nochmal umziehen sollten, müssten, wie auch immer, dass wir vielleicht, die beiden großen Mädchen sind jetzt 17 und bald 16 in ein paar Tagen, also ich glaube, die würden die Abitur gerne hier in Minden machen, davon gehe ich mal aus, und die Kleinen haben tatsächlich den Umzug von Magdeburg hierher auch eher, also so ein kleines bisschen wehmütig zumindest begleitet, während die beiden Großen alle Umzüge sehr, also problemlos und sehr bereitwillig mitgemacht haben. Wir hatten überhaupt keine Sorgen damit. Wir waren im Gegenteil. Es ist halt, also die beiden Großen haben es eher so genommen, wir lernen ja was Neues kennen. Es war also nicht so sehr die Verlustangst, sondern eher die Freude auf was Neues jedes Mal. Das hat uns schon geholfen. Und meine Frau, die ist eh höchst flexibel in diesen Dingen. Das muss man auch, glaube ich, dann sein, oder? Ohne sie würde das natürlich so nicht funktionieren. Das ist klar. Ja, schön. Du hast eben schon dein eines Erfolgsgeheimnisses angesprochen, und zwar das gute Team um dich herum. Ja. Wozu ja du auch gehörst. Ein kleiner Teil. Ja, du gehörst ja noch mal dazu. Ja, klar. Also, so ein kleiner Teil bist du ja gar nicht. Ich meine, du kümmerst dich ja um bescheiden heute. Du kümmerst dich ja um die Gesundheit und die Fitness der Spieler. Das ist ja letztendlich deine Aufgabe hier, oder? Die Fitness ist meine Aufgabe alleinig. Und die Gesundheit machen wir noch mit Britta Wagner. Das ist, glaube ich, die Physiotherapeutin in der Bundesliga, die am längsten dabei ist. Ich glaube, die macht jetzt ihre 34. Saison. Ja, krass. Also das ist mit Sicherheit jemand, der die Hälfte auf jeden Fall noch macht, ja, was die Gesundheit angeht. Ja. Und dann sind es noch unsere beiden Ärzte, Dr. Böhmann und Dr. Mittelschulte, ja, im orthopädischen und internistischen, hausärztlichen Bereichen. Und ja, das ist halt, ich bin so ein bisschen immer zwischen den beiden Stühlen, teilweise eher so im Bereich Training, Trainer. Und teilweise auch Gesundheit, wobei ich sehe das eher als Vorteil, da als Bindeglied im Prinzip zu fungieren, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, es ist einfacher, wenn man in beiden Türen so ein bisschen den Fuß drin hat. Aber wenn ich das hier von Kollegen mitkriege aus der Liga oder auch aus anderen Sportarten, die dann nur Fitnesstrainer sind und dann abgegrenzt zum medizinischen Sektor sind, da gibt es dann doch häufiger Reibereien und so ist das. So zwischen den Schnittstellen meinst du, quasi zwischen Therapie oder eine Verletzung und dann wieder Eingliederung ins Training? Oder wo meinst du, wo gibt es Reibereien? Ja, einfach die Reibereien sind, glaube ich, einfach immer zwischen den jeweiligen Abteilungen. Also ich glaube, dadurch, dass man einen hat, der wirklich beide Seiten betrachtet, denn als Trainer musst du teilweise andere Entscheidungen treffen, als du es als reiner Therapeut treffen würdest, was die Schonung angeht oder nicht Schonung angeht, das ist so. Ja. Aber ich glaube, so ist es einfacher, auf beide Seiten zu kommunizieren. Also ich glaube, siehst du wahrscheinlich auch so. Ein Konflikt, zusammengefasst, ein Konflikt ist der, von Montag bis Freitag höre ich auf das, was die weißen Leute sagen. Und samstags gehören die Spieler mir. Mhm. So, es sei denn, es gibt ein klares, geht nicht, also eine klare Krankschreibung oder sowas. Ja. Aber am Samstag erwarte ich dann Vollgas. Erwarte ich dann auch, dass der Spieler seinen Körper einsetzt. Mhm. Ja, also natürlich auch riskiert. Mhm. So. Und das ist natürlich von Montag bis Freitag nicht der Fall. Da ist die Fitness und die Entwicklung und die Gesundheit das allererste Gebot. Aber die Gesundheit ist nicht immer das allererste Gebot im Spiel. Mhm. Das ist im professionellen Sport so. Genau, auf jeden Fall nicht im bezahlten Sport. Das ist einfach so. Und da muss man halt von meiner Denke halt irgendwo diesen doppelten Schritt halt hinkriegen. Und das ist, glaube ich, einfacher, wenn ich so in dieser Rolle, in der ich mich hier bin, befinde, im Prinzip beide Seiten absehen kann, wo was wirklich passieren kann. Und ich glaube auch, und das ist, glaube ich, der große Vorteil, wo auch der Trend ganz klar hingeht, den du ja auch machst, mit erst Sportstudium, dann Physiotherapie, dass man da einfach, ich glaube, diese Spezialisierung aus diesen Bereichen wird in 15 Jahren, 20 Jahren im gesamten Profisport sein. Ich glaube, es wird ganz wenige reine Spezialisten nur noch geben, weil das ist ein Bereich, der auf einem hohen Niveau kombinierbar ist. Und ich glaube, das ist ganz klar der Trend. Guck dir die ganzen Fußballvereine an, die schon Reha-Trainer schon seit Jahren mittlerweile integriert haben. Typischerweise auch doppelberuflich Sportwissenschaftler und Physiotherapeut. Ja. Und
das wird immer mehr. Guck dir die Entwicklung im therapeutischen Bereich an, dass es immer mehr kleine Praxen gibt, die hochqualifizierte Physiotherapeuten haben, die auch ganz in die Richtung Training und Ernährung halt gehen, was auch Ernährung und Training, muss ich nicht sagen, ist nicht voneinander zu trennen. Das ist Pflicht in meinen Augen, beiden Bescheid zu wissen. Mhm. Und ich glaube, das wird immer mehr werden. Und ich bin ja auch schon ich bin relativ alt für einen Fitnesstrainer, glaube ich, und für einen Athletiktrainer. Wenn ich mich da so umgucke, was da so sonst in der Bundesliga rumläuft, die sind fast alle 10 Jahre über 30. Und reine Sportwissenschaftler häufig. Und haben dann halt ein etwas engeres Blickfeld. Das ist meine Meinung dazu. Ja. Aber genau da, also gerade das, was du angesprochen hast, habe ich jetzt zum Beispiel in Vergangenheit, wo ich mal in so einem Nachwuchsleistungszentrum zum Beispiel gearbeitet habe, hatte ich auch immer das Gefühl, die Kommunikation zwischen Physiotherapeuten und den Athletiktrainern oder Fitnesstrainern, wie auch immer man sie nennen möchte, da hapert es häufig. Also diese Schnittstelle ist häufig ist schlecht. Schlecht besetzt. Ja. Beziehungsweise, man könnte es ja auch so sagen, der Physiotherapeut weiß nicht, wovon der Sportwissenschaftler oder der Fitnesstrainer, Athletiktrainer redet, und andersrum weiß der Athletiktrainer nicht so genau, was der Physiotherapeut vielleicht möchte, weil die Einblicke irgendwo fehlen, das andere fällt. Genau. Und das ist ja genau das letztendlich, was du abdeckst. Also du deckst beide Bereiche richtig geil ab. Und dann umgeht er ja irgendwo diese Schnittstelle. Genau, das ist das Problem. Beide Problem oder das Gute? Hier ist es ein Vorteil. Hier ist es ein Vorteil, das glaube ich. Hier ist es eindeutig ein Vorteil. Aber ich glaube, da beide Berufsstände es noch nicht geschnallt haben, dass sie eigentlich viel näher zusammenarbeiten, als sie sich eigentlich wirklich selber eingestehen wollen und sich als Konkurrenten sehen, was ja völlig bekloppt ist, ist das, glaube ich, eine Sache, die noch nicht thematisiert wird. Aber es gibt eine sehr geile Artikel in der Fachzeitschrift für Physiotherapeuten von vor, ich glaube, keine Ahnung, ein Jahr oder anderthalb Jahre ist das her, dass immer mehr Physiotherapeuten im Prinzip im Anschluss in diesem orthopädisch-sport-medizinischen Bereich entweder noch ein echtes Sportstudium machen oder halt wirklich, es gibt ja gute, hochqualifizierte, über langjährige Zusatzausbildung mittlerweile im Bereich Training, dass die sich eine wachsende Beliebtheit im Prinzip unterziehen. Und das liegt auch daran, also du weißt selbst, ich habe jetzt seit 10 Jahren mit meinem Kompagnon eine Praxis und ich habe am Anfang mich hingestellt und mein Kompagnon hatte überhaupt keine Ahnung von Training. Ich habe gesagt, eigentlich möchte ich nicht, dass Physiotherapeuten die Trainingsgruppen leiten. Und da hat er mir gesagt, warum nicht? Und er hat dann selber, als er gesehen hat, wie ich darüber denke, wie ich trainieren lasse, hat er auch selber gesagt, ja scheiße, das sehe ich ganz anders. Also ich kenne es ganz anders. Ja. Und das ist halt auch ein langjähriger Lernprozess halt auch gewesen, dass man von diesem klassischen physiotherapeutischen Urhilfe bloß eher ein bisschen lockerer, beweglichkeitsorientiert anstatt nur Kraft und bloß keine hohen Gewichte. Das war so dieses typische Denken. Physiotherapie war immer ein Gummiband und maximal 2 Kilo Kurzhantel. Genau. Das ist halt scheiße. Ja. Also, und das habe ich halt nie verstanden. Und ich kann mich noch gut daran erinnern. Aber du hast es vielleicht auch nicht verstanden, weil du eben auch dann noch, selber aus dem Sport Leichtathletik irgendwo kommst und dann deine Sportwissenschaftsausbildung hattest. Also, du hast dieses Sportwissen. Aber das Geile war, ich kann mich an eine geile Szene, ich habe Sport in Niederlanden studiert und ich kann mich an eine geile Story erinnern von meinem ehemaligen Abteilungsleiter, der mich dann, der hat die Angewohnheit gemacht, wenn er Blödsinn gemacht hat, hat er Kopflose verteilt. War ein geiler Typ, einer der intelligentesten und besten Therapeuten, die ich je kennengelernt habe. Darf man das heutzutage noch erzählen? Das darf man erzählen. Ich habe dann am Anfang auch ein paar echt Kopfnüsse erteilt gekriegt. Ein Beispiel, wo ich in Deutschland die ersten Jahre riesig mit angehängt bin. In den Niederlanden ist es üblich, akute Bandscheibenvorfälle mit hoher axialer Last zu belasten. Also Langhantel im Nacken mit locker 80 oder 100 Kilo. Okay. Und Bandscheiben einfach mechanosensorisch zu stimulieren, was immer eine Schmerzimpfung verursacht hat. Die haben wir da teilweise wirklich 5 Mal am Tag kommen lassen, akute Bandscheibenvorfälle, die dann nur sich unter die Hantel gestellt haben, die Hantel aus dem Reck rausgenommen haben, nur um den Druck zu kriegen, dann wirklich damit so minimalsten 3-4 Zentimeter Bewegung auf und ab gemacht haben und dann wieder angehängt haben. Da sind die hatten immer ein aufgebautes Reck und sind dann da immer wieder angegangen. Und das habe ich dann hier, als ich nach dem Sportstudium bin ich nach Nienburg gegangen, habe dann eine Abteilung geleitet. Und da habe ich dann die ersten bösen Telefonate mit den Orthopäden gehabt in Deutschland. Und wenn man das dann erklärt hat von der Physiologie her, was da alles passiert, da haben die mich ganz groß angeguckt und gesagt, das habe ich so noch nie gehört. Ja, das ist halt. Also würdest du immer noch so machen jetzt? Ja. Ja. Mache ich auch immer noch so. Machst du auch noch. Ja. Ganz klar. Und das ist halt eine Sache,
Es hat viel Zeit und Mühe gekostet, aber ich glaube, die Ärzte vertrauen dieser Denke mittlerweile. Auf jeden Fall hier in dieser kleinen Stadt Minden. Das haben sie schon verstanden, das sind keine Deppen da. Ja. Das funktioniert ganz gut. Ja. Ja, aber ich glaube auch, also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ich meine, ich sehe es jetzt ja auch gerade, ich bin jetzt auch quasi gerade in der Ausbildung zum Physiotherapeuten noch. Und naja, wenn du da nicht irgendwo selber so ein bisschen, ne, intrinsisch irgendwie motiviert bist oder Interesse hast oder irgendwo aus deiner Vergangenheit, vielleicht in diesem, ja, Training, ne, also Trainingsbereich unterwegs war, Sport gemacht hast, irgendwie, ne, irgendwo was in diesen Leistungssportbereich auch vielleicht gemacht hast und mit Handeln und im Fitnessraum irgendwie umgehen kannst. Wenn das nicht der Fall ist und naja, du auch vielleicht kein Interesse hast oder gar nicht dahin irgendwie mal gestoßen wirst von irgendwem in deinem Umfeld, dass es sehr nützlich und hilfreich sein kann. Du lernst ja auch in der Ausbildung nicht. Also das heißt, in der Physiotherapieausbildung, so wie ich das jetzt bisher einschätze, da werden die wenigsten hinterher rausgehen und auch nur den Hauch einer Ahnung vielleicht haben, wie man eine, ja, irgendwelche Trainingsgeräte hat, Langhandeln, Kurzhandeln, was auch immer, korrekt anfassen und die Leute halt betreut damit. Oder? Genau, das ist das große Problem. Ich glaube, dass die Physiotherapie in Deutschland im Bereich Training und Trainingsaufbau und ja, Trainingssteuerung komplett weit hinterherhängt. Und deswegen macht es ja leider Gottes immer nur noch Sinn, über diese ganzen Zusatzqualifikationskurse, die ja einen halben Geld kosten, einen halben Zeit auch kosten, sich darüber dann weiter zu qualifizieren. Und deswegen, ja, sage ich auch bis heute, dass die Physiotherapie-Ausbildung in Deutschland einfach für den orthopädischen Schwerpunkt einfach schlecht strukturiert ist. Da gibt es Länder, die es deutlich besser machen. Das ist Niederlande zum Beispiel, oder? Ja, Niederlande waren lange Zeit weit voraus von der modernen Denkweise her. Das waren so die ersten Therapeuten, die halt auch so diese menschliche Physiologie mit einbezogen haben, in Reha-Konzepte, in Techniken letztendlich. Ja. Und das haben die uns halt komplett vorgemacht. Die Neuseeländer sind sehr gut, weil die da sehr wissenschaftlich orientiert arbeiten. Die haben ganz viel Forschung im Bereich Physiotherapie, kommt aus Neuseeland und aus Australien. Okay. Und ja, das hat Einzug über die ganze Welt gehalten, das ist so. Und ich glaube, die Vorreiter, die am besten beides können, Physiotherapie und Training, sind die Amerikaner. Da sind die USA und Kanada, sind da ganz weit vorne. Die Kollegen, die ich da von denen mal kennenlernen durfte, immer mal wieder jetzt auf internationalen Fortbildungen, die haben im Grunde beides. Aber das sind auch 6 Jahre da. Das ist eine Heimzeit, eine Ausbildung. Und die haben da einfach einen ganz anderen Stellenwert. Da gibt es kein College, was halt nicht diese doppelten Spezialisten hat. Das ist einfach komplett weit verbreiteter. Ja. Ja, ja. Ich glaube, Deutschland ist auch eins der einzigen Länder, die das noch, die das Physiotherapie, genau, als Ausbildung, die Physiotherapie als Ausbildung anbietet. Ne? Ist in meinen Augen eine Riesenkatastrophe. Also ich glaube, das ist, müsste, um dem Beruf gerecht zu werden, schon seit Jahren eigentlich ein Studium sein, ja, um auch die Anerkennung zu kriegen. Denn das ist ja das große Ding in Deutschland, dass da die, ich sag jetzt einfach mal, die Ärzte eine Hand drauf haben, wer ein akademischer Berufsstand will und wer nicht. Ja. Und das müsste eigentlich längst, weil das Niveau der Physiotherapeuten in Deutschland ist über die letzten 10, 15 Jahre, ich bin seit 18 Jahren als Therapeut, seit 19 Jahren Therapeut, ist drastisch hochgegangen. Drastisch hochgegangen. Ja, am Anfang ist das erste Moment, wo vor der Aufnahme schon gesagt, man lernt da massieren. Ganz ehrlich, kein ehrlicher und sich selbst motivierender Therapeut massiert. Das ist einfach in keinster Weise mehr das Mittel der Wahl. Und das sind halt so Sachen, da hängen wir ganz weit hinterher. Und das Problem ist, was wir in Deutschland haben, die Ärzte wissen gar nicht, was Physiotherapeuten können. Weil die es auch nicht lernen in ihrem Studium. Ja, die 80%, da gibt es Umfragen, der deutschen Bevölkerung geht davon aus, dass Physiotherapeuten Masseure sind, was wir überhaupt nicht sind. Und das ist halt eine Katastrophe. Genau, das hatten wir eben auch schon gesagt. Und ist das so? Ja, das ist fürchterlich. Ja, das Ansehen, würde ich jetzt sagen, ist deutlich unter dem, was es eigentlich wert wäre vom Physiotherapeuten, oder? Also das allgemeine Ansehen von Physiotherapeuten. Aber letztendlich ist es ja auch manchmal, wie gesagt, auch ein bisschen selbst gemacht. Also ich meine, wenn du als Physiotherapeut hingehst und dann anfängst zu massieren, das ist ja kein Wunder, dass du als bessere Masseuse überhaupt bist, oder? Ich sage ja immer, bei uns, wenn hier einer von sich aus ein KG-Rezept hat und er massiert, wird er entlassen. Ganz einfach, das ist so unser Standpunkt. Wie ist denn eigentlich, also ich meine, du hast gerade gesagt, von Montag bis Freitag hörst du auf die Männer im weißen Kittel, Samstag hast du dann quasi das Sagen und du entscheidest, wer spielt, wer nicht spielt. Wie die Jungs belastet werden.
Oder wie, wie sie all in gehen in das Spiel, wie sie in das Spiel hineingehen. Das entscheide ich. Ich kann natürlich nicht entscheiden, ob sie gesund oder sind oder nicht. Das ist eine Entscheidung, die vorher fällt. Aber sobald das grüne Licht da ist, der Spieler ist gesund, dann will ich nichts mehr hören über Belastung oder über irgendwelche kleinen Bewegchen. Ja. Ja, dann sind die Spieler all in und da gibt es nur eins oder null. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz muss die Belastung ja auch irgendwie gesteuert werden, so unter der Woche plus Spiele, was dazu kommt. Das heißt, ihr müsst ja auch irgendwie in einem ständigen Austausch miteinander stehen, oder? Oder zumindest häufig mal. Ja. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also du weißt natürlich von Philipp wahrscheinlich, was die Spieler zusätzlich zu deinem Handballtraining verrichten an Fitnesstraining. Und das kommuniziert ihr dann untereinander und steuert so die Belastung, oder wie macht ihr das, dass ihr auch nicht die Spieler verheizt? Ja, also los geht's schon mal damit, dass ich überhaupt weiß, welcher Spieler vielleicht angeschlagen ist und vielleicht Einschränkungen im Training vornehmen muss. Also welcher Spieler zum Beispiel gerade Probleme mit der Schulter hat oder Achillessehnenbeschwerden oder was auch immer. Irgendwelche Dinge, die ich wissen müsste, warum sich ein Spieler nicht sauber oder rund bewegt. Mhm. Das geht natürlich in beide Richtungen. Wenn ich etwas sehe und es gibt noch keinen Befund oder der Spieler war noch nicht da, war noch nicht beim Physio oder beim Arzt, dann berichte ich, frage ich erst den Spieler und dann würde ich zum Beispiel dann an die Mediziner verweisen oder das auch sozusagen mal anzeigen, dass da was ist. Andersrum genauso. Wenn ein Spieler zum Physio oder zum Arzt geht und es gibt dann Befund, eine Diagnose oder irgendeine Einschränkung, die dann folgend daraus für mich ist, dann muss ich das natürlich im Training auch irgendwo berücksichtigen. Also entweder sagen wir, okay, wir nehmen ihn komplett aus dem Handballtraining raus oder wir setzen ihn nur so ein, wie es eben leidlich geht. Ja. Manchen Spielern kann man das in Verantwortung geben, manchen Spielern nicht, die muss man wirklich dann vor sich selber auch schützen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt in der Kommunikation, erstens. Ja. Zweitens geht es natürlich darum, Konzepte zu entwickeln, wie entwickeln wir Spieler? Also wie können wir Spieler auf der einen Seite handballerisch ausbilden und auf der anderen Seite athletisch eben auch in die Verfassung versetzen, dass sie eben auch Bundesliga spielen können. Also ja. Da geht es vor allen Dingen dann um Nachwuchsleute. Ja. Sodass wir sagen können, oder ich sagen kann, wenn wir einen Spieler zu uns bekommen, dann machen wir eine Aufnahme. Im Grunde machen wir das jedes Jahr, zweimal. Einmal im Sommer, einmal im Winter, in welchem Zustand ist der Spieler. Und darauf aufbauend werden dann Trainingspläne entwickelt. Und diese Trainingspläne machen wir entweder gemeinsam, zum großen Teil. Mhm. Wenn man sich unser Athletiktraining anschaut, dann ist das so, dass wir beide da sind, aber jeder Spieler letztlich einen individuellen Plan verfolgt in diesem Training. Also so wie man das in der Physiopraxis letztlich aussehen würde. Ne? Wenn du da für einen Patienten einen Plan entwickelst, dann hat der natürlich auch etwas anderes als der Typ auf dem Stuhl daneben oder auf dem Gerät daneben. Ja? So und so ist es mit den Spielern auch. So sollte es sein. Aber das geht schon mehr, das was so gehandhabt wird. Also ich glaube einfach, das ist eigentlich nur der normale Menschenverstand sagt, dass jeder Spieler einen anderen Schwerpunkt hat. Ja, ich muss um 120 Kilo Kamel am Kreis, der von Natur aus schon 130, 140, 150 Kilo Kreuzheben macht, muss ich jetzt nicht anfangen, in irgendeiner Art und Weise großartig Maximalkraft einzubiegen. Klar, es ist schön, wenn er besser und besser darin wird, aber der hat vielleicht andere Baustellen in der Dynamik, in der Explosivität und die stehen dann halt im Vordergrund. Es geht immer um den Hebel. Also wie können wir die Leistung optimieren? Mit welchem Hebel am besten verbessern? Genau. An welchem Rad müssen wir drehen, damit wir den größten Sprung haben? Und das verändert sich natürlich von Zeit zu Zeit. Ja, wenn einer sein Defizit an der Stelle aufgebaut hat, dann ist vielleicht das andere Defizit die nächste Möglichkeit, wo wir ansetzen können. Wenn ein Spieler handballerisch das und das gelernt hat, dann ist das Thema vielleicht einigermaßen gesetzt. Man muss es immer wiederholen, ist klar. Aber das beherrscht er. Und darauf aufbauen kann man vielleicht neue Fähigkeiten entwickeln. Und so ist es natürlich athletisch auch, dass es da aufbauende Prozesse, ein aufbauender Prozess ist sozusagen. Und da müssen wir immer wieder im Gespräch sein. Also, und das ist ja auch, also ich glaube, das Wichtige ist, dass wir beide im Grunde dynamisch eigentlich doch immer mal wieder auch die Spieler durchsprechen. Ja. Sei es, teilweise fällt mir, also Frank hat natürlich ein Handballspiel ganz anders als ich habe zu wenig Ahnung von Handball. Also Frank hat Ahnung von Technik, Taktik, Spielzüge, sonst was. Ich gucke mir einfach nur die Motorik an.
Das heißt, wenn mir da irgendwas auffällt, dann sage ich das. Dann sage ich, hier, pass auf, da stimmt was mit dem Absprung nicht. Oder sonst was. Ja, das ist ganz interessant. Ihr guckt das Spiel quasi aus zwei ganz unterschiedlichen Brillen. Ja, aber das ist total spannend. Denn das ist schon so, dass wir dann teilweise, klar gibt es dann Diskrepanzen teilweise, andere Ansichten, aber ganz häufig haben wir da schon eine recht große Schnittmenge. Du aus deiner Sicht und ich sage dann auch, ja, das liegt vielleicht an der Rumpfrotationsgeschwindigkeit oder es liegt vielleicht einfach daran, dass er eine schlechte Beinstellungsachse angebracht hat. Und das ist schon ganz interessant. Also, und ja, das ist schon spannend. Ist aber auch was, wo man sagen muss, das braucht Zeit, da ein gewisses Vertrauen auch aufzubauen. Ja. Also ich kann sagen, ich bin jetzt über 10 Jahre Profitrainer und ich habe noch nie so viel abgegeben an einen Athletiktrainer, auch wirklich inhaltlich komplett abgegeben, wo ich auch Dinge nicht mehr hinterfrage. Also natürlich, wenn ich was nicht verstehe, dann hinterfrage ich es. Oder wenn ich zweifle oder so, dann ist ja, dass ich alles klaglos hinnehme. Das ist ja logisch. Aber grundsätzlich habe ich ein sehr großes Vertrauen zu der Arbeit von Philipp Poll. Ja. Und das ist, wenn man da jetzt mal eine Umfrage macht, so in der Bundesliga, da gibt es nicht so ganz viele Trainer, glaube ich, die einen solchen Athletiktrainer an ihrer Seite wissen, dem sie das alles so in die Hand geben. Also ich habe früher alles selber gemacht, weil ich nie jemanden gesehen habe, der es besser kann. Mhm. So, jetzt mal ganz überspitzt formuliert. Nein, das war so. Also ich habe meine Sachen, ich habe immer die Hand auf den Plänen gehabt und immer alles im Detail auch geplant, weil ich einfach davon überzeugt war, dass das ist auf der einen Seite ist Handball keine Leichtathletik. Also viele Athletiktrainer kamen in der ersten Zeit aus dem Leichtathletikbereich. Dann gab es die Zeit der Langhandelkönige, also der Gewichtheber, ja, die natürlich ganz wichtige Aspekte haben, genauso wie die Leichtathletiktrainer, aber die natürlich auch keinen ganzheitlichen Blick haben auf die ganze Geschichte. Und irgendwann gab es auch Handballtrainer, die sich spezialisiert haben. Die waren am dichtesten dran. Da habe ich in Magdeburg einen gehabt, der war wirklich sehr dicht dran. Handballtrainer, die sich spezialisiert haben? Auf dem Bereich Athletik, die auch sportwissenschaftlichen Hintergrund haben und auch andere Sachen gemacht haben, aber eben da auch gut waren. Und, die waren dicht dran. Also das war viel von dem, was wir heute machen, haben wir da auch schon gemacht. Aber letztlich ist es heute so, dass ich wirklich ganz viele Dinge müssen wir nicht mehr darüber diskutieren. Also das gibt immer wieder Punkte, in die wir dann tief reingehen. Also das muss man schon sagen. Philipp versucht mir jetzt seit ein paar Jahren schon das Thema Neuroathletik nachzulegen. Aber er lässt es das darf nicht, ne? Vernebelt mich immer mehr, aber es verwirrt einfach, weil es einfach unglaublich komplex ist und ist die Übertragung in den Mannschaftssport so. Sind ja auch erstmal sehr ungewohnte Methoden dann aus der Neuroathletik, die man vielleicht gar nicht so kennt. Ne? Eins und zwei ist eben die Übertragung so schwierig. Ja, also das ist doch das Ding, woran wir da im Moment haken. Aber solche Themen sind halt super geil, die kann man alleine so gut nicht entwickeln. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir dass Philipp dabei ist und auch so engagiert ist und so viel Power und so viel Interesse selber auch da reinsteckt. Und so viel Spaß daran hat, glaube ich, die Dinge auch weiterzuentwickeln. Das macht viel Spaß. Also das ist cool. Wobei man auch sagen muss, dass. Aber es braucht Zeit, Entschuldigung, um das nochmal abzuschließen. Es braucht einfach Zeit und es braucht Vertrauen. Und dann kann es richtig gut sein. Und das ist, glaube ich, auch einfach der Knackpunkt. Es hapert eigentlich an der Zeit. Ja, wenn du dir die Spielpläne mal anguckst, die unfassbar engmaschig die sind. Wenn du dann, ich sag's mal ganz erlaubt, ohne die Leichtathletik schlecht zu machen, davon laufen die auch ein paar rum bei uns, aber wenn du mal siehst, wie einfach ist ein Leichtathletik-Saison zu planen mit 3-4 Höhepunkten, das ist total einfach und simpel. Ja, und es ist umso erschreckender, dass es häufig nicht gemacht wird, aber ist egal. Aber wenn du dann so einen Mannschaftssport hast, der von Vorbereitungsbeginn Mitte Juni bis in der Regel Anfang Juni die Saison hat, mit WM und EM und Olympia irgendwann mal dazwischen, das ist schon eine ganz andere Nummer. Und da musst du halt auch, du musst einfach viel mehr miteinander reden, wo man, wann halt eventuell einen Schwerpunkt setzen kann. Wenn mal aufgrund von Europameisterschaft immer so 3 Wochen Spielpause ist oder 4 Wochen Spielpause ist. Und das sind halt Sachen, das muss sich entwickeln. Da muss man auch sagen, dass Frank hinterfragt neue Dinge, das ist auch sein gutes Recht, der muss es auch machen. Naja. Das lassen halt nicht viele zu. Das ist einfach so. Die halt in ihrem Kosmos leben seit x Jahren. Solche Trainer hatten wir auch in der Vergangenheit, wo ich mich dann auch aus diesem athletischen Bereich oder Kraftbereich komplett zurückgezogen hatte, weil der Trainer es unbedingt selber machen wollte.
Okay. Das ist dann so. Aber das ist auch nicht schlimm. Der Trainer ist natürlich, der wird gemessen an seinen Ergebnissen. Und, ja, klar. Da jemanden ranzulassen, der, ja, den man nicht kennt, dessen Qualifikation man nicht einschätzen kann, ja. Na, das ist ja immer nur im ersten Moment aus dem Gespräch. Und wenn du dann vielleicht merkst, okay, die Maßnahmen, oh, die schaden uns doch mehr als sie, dann kann es aber schon zu spät sein für dich, ja, für deinen Job. Also das ist ja so, der Cheftrainer verliert als erstes die Position. Ist ein zweischneidiges Schwert, meinst du, also dieses Vertrauen quasi, naja, zuzulassen, weil letztendlich du bist der Erste, der geht. Ja, genau. Du bist verantwortlich und das ist auch richtig so. Deswegen, wer Verantwortung hat, entscheidet natürlich auch. Der muss entscheiden. Ja, so. Ja. Und so ist es ja bei uns auch. Also das ist keine Frage. Aber wir hatten eben die Gelegenheit, über einen längeren Zeitraum uns kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen. So, und das ist die Basis dessen. Ja, aber vielleicht ist es ja dann auch so ein Punkt, warum du hier so erfolgreich und lange bist, weil du auch nicht so eingefahren vielleicht mit deinen Methoden bist, die du einsetzt, sondern auch vielleicht offen für was Neues. Dann kommt das jetzt als Beispiel nochmal die Neuroathletik damit rein. Viele würden es vielleicht ablocken. Du sagst, okay, ich meine, das Vertrauen ist da. Du weißt, dir wird hier keine Scheiße irgendwie erzählt oder nahegelegt. Und deswegen funktioniert das dann ja auch vielleicht und ist am Ende des Tages wahrscheinlich auch, ja, ich würde sagen, auch ein Schlüssel zum Erfolg, wenn man andere dann ihre Stärken da ausspielen lässt, oder? Hundertprozentig. Also hundertprozentig ist das Team hier, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander umgehen, auf allen Ebenen. Also natürlich gibt es immer Reibereien oder auch mal auch persönliche Animositäten oder so. Gibt es natürlich in jedem Team, ja, gibt es das natürlich hier auch. Also das wäre ja gelogen und Quatsch, wenn man das verneinen würde. Aber die Art und Weise, wie hier alle miteinander sprechen, wie auch weitestgehend, soweit es eben erfolgsorientiert nötig ist, offen miteinander gesprochen wird und auch konstruktiv miteinander umgegangen wird, habe ich das so in der Form selten erlebt. Also ich fühle mich hier in jeder Situation, selbst wenn der Druck auch mal ein bisschen größer wird, also wenn wir mal schwierigere Phasen haben, die wir natürlich auch haben, wir haben auch ein paar Spiele, wo wir nichts gewinnen oder zu wenig Punkte haben und so weiter, das gibt es hier natürlich auch, ist trotzdem die Atmosphäre bis jetzt immer konstruktiv geblieben und immer lösungsorientiert. Ja. So. Und wer sich im professionellen Sport, wer sich da hineinbegibt, der weiß, dass es immer auch wo Geld bezahlt, wo Geld fließt, ja, wo Existenzen auch mit auf dem Spiel stehen, da entsteht Druck und da entstehen natürlich auch mal menschliche Abgründe. Ja. Also da gibt es auch mal die eine oder andere Schwäche an der einen oder anderen Stelle. Entscheidend ist, wie man eben die schwierigen Situationen begegnet. Und da sind wir in den letzten Jahren, allzu viele schwierige Situationen hatten wir nicht. Und das bedeutet, dass wir im Vorfeld häufig gut genug gearbeitet haben wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist ganz sicher ein Geheimnis des Erfolgs, dass hier die beteiligten und handelnden Personen vernünftig miteinander kommunizieren. Und ruhig bleiben, glaube ich. Ja. Also so, glaube ich, kann man das hier auch durchaus noch beschreiben. Also ich glaube, das Funktionsteam, was du da hast, ist mit Sicherheit, da ist kein Praktiker drunter, der schöne Schüsse macht. Und ich glaube, das muss die Basis sein, damit da irgendwas wächst. Das ist, glaube ich, einfach so. Und ich glaube auch, dass das für so einen kleinen Club, wie es Min nun mal ist, auch der bessere Weg ist. Wenn wir jetzt so Schnellschüsse hätten, von wegen Trainer raus, wenn es, sagen wir mal, 5 Spieltage nicht läuft, ich glaube dann. Oder Physio, wenn es 10 Verletzte gleichzeitig gibt. Ja. Also, man kann das ja überall machen. Ja, klar, also man kann ja überall nervös werden. Selbstverständlich. Aber ich glaube, das ist einfach. Ja, ich glaube auch, das ist so das Positive. Also wenn ich mir das so von anderen Sportvereinen angucke, da haben ganz viele eine viel kürzere Runde. Das ist so, sei es vom Management oder vom medizinischen Leiter hier von Dr. Böhmann, da gibt es schon teilweise andere Vereine, wo das dann ganz anders abläuft. Das wirst du auch kennen. Ja, natürlich. Weil das ist halt, glaube ich, ja, so wie es ist, eigentlich gut. Ja, das ist ja auch, also das Ganze, was wir gerade jetzt angesprochen haben, letztendlich ist es ja im Fußball zum Beispiel so, dass viele Trainer, die dann den Verein wechseln, die bringen ja ihr Team mit. Das ist die Konsequenz am Ende. Das ist dann die Konsequenz. Wenn ich jemanden gefunden habe, dem ich vertraue, für einen bestimmten Bereich, ob es ein Scouting ist, ob es jetzt
trainingswissenschaftliche Begleitung ist, Analyse oder eben ja, Athletikausbildung. Technik, im Fußball gibt es ja auch viele, diese Techniktrainer. Ja. So, das ist auch eine Idee, die ich für den Handball total spannend finde. Ist aber noch gar nicht so, oder ist es überhaupt nicht möglich? Null. Also es gibt ja den Co-Trainer und dann gibt es einen, also wo man das sagen könnte, wäre vielleicht beim Torwarttrainer. Ja. Der ist wirklich dann Spezialist für eine Position. Ja. Und das könnte man aber auch, ich finde das, oder ich habe den Eindruck, dass das gerade so im Entstehen ist, auf Verbandsebene, dass die Idee immer klarer wird. Im Basketball ist das zum Beispiel auch üblich. Ja, es gibt Individualtrainer, die machen nichts anderes, als den Spezialisten auf seiner Position zu schulen, in seinen Special Moves sozusagen, die er am besten kann, nicht die auf der Position nötig sind unbedingt. Das kommt auch dann oben drauf, aber das können die sowieso in den meisten Stellen. Aber dann haben die ja zwei, drei Moves, die besonders gut sind. Und das haben wir auch. Sowas haben wir auch. Und das könnte man bei uns auch hervorragend machen. Aber da müsste ich mich dreiteilen. So weit sind wir einfach noch nicht. Ne? Wir sind von der Professionalität her noch nicht so weit. Ich habe nicht mal einen Co-Trainer. Also ich bin froh, ich habe einen Assistenztrainer. Läuft ja offensichtlich auch so. Ja, wir haben ein paar Sachen machen wir richtig, aber wir machen eben, ja, andere Dinge werden eben auch noch schön. Ne? Also bei uns hat zum Beispiel gerade den Job des Torwarttrainers hat der zweite Torwart übernommen. Oder der Part, also ein aktiver Spieler, hat eine Doppelrolle. Ja? Ja. Ein sehr erfahrener Spieler, der auch schon ersten Trainerlizenzen gemacht hat und so weiter, aber der durchaus auch geeignet ist dafür, aber das ist schon, das muss man sich im Fußball mal vorstellen. Ja, klar, nicht existent. Aber ich glaube, das ist ein Grundproblem vom Handball generell, dass da einfach diese Professionalität in den Trainerstäben in den jeweiligen Vereinen einfach nicht da ist. Und wenn du da in andere Vereine guckst, du hast gerade Basketball angesprochen, wenn du das auf der Spitze treibst, guckst du American Football an, da gibt es Defense-Spezialisten, Offense-Spezialisten. Und die sind dann nochmal unterteilt auf Positionen, ob rechts außen, links außen, vorne, hinten. Und aber ist das ein Professionalitätsproblem oder eher eine Geldfrage? So oder so. Ich glaube, es Das ist keine Geldfrage. Wenn du dir anguckst, welcher Mann in Schweden zuerst hauptamtlich angestellt wird. Schweden, nachweislich eine der besten Ausbildungsstätten im Handball seit vielen Jahren. Die Liga spielt keine Rolle. Gibt's nicht. Also die gewinnen nie irgendwas, die Clubs von dort. Ja, aber das Nationalteam, das gewinnt immer mal irgendwas. Kommt immer regelmäßig mal ins Halbfinale, holt mal eine Medaille irgendwo, ja. Obwohl die keine Liga haben, die ihre Spieler wirklich alle weiterentwickelt. Mhm. So, aber die Leute machen eine Sache richtig in meinen Augen. Der erste, der Profi wird, ist der sportliche Leiter. Also der Chef des Sports sozusagen. Und der nächste ist der Trainer. Da sind die Spieler alle noch Studenten und Angestellte. Ja, wenn ein Club sich entwickelt, wenn ein Club besser wird, also größer wird, wächst, aufsteigt und so weiter, dann sind die Ersten, die sie verpflichten, diejenigen, die über den Sport entscheiden und ausbilden, die anderen besser machen, die dafür sorgen, dass die anderen besser werden. Und erst dann kommen eventuell professionelle Spieler dazu. So, das zeigt, welche Rolle die Trainer dort haben. Und diese Trainer sind auch nicht nach 2 Jahren weg, also wenn sie sind... ja, also nicht haltbar aus irgendwelchen Gründen, aber die Verweildauer in Schweden in den einzelnen Stationen ist viel, viel länger als hier. Weil die eben auch den Ansatz haben, wir wollen Leute besser machen über Jahre. Wir wollen immer wieder ausbilden, weil wir können sie eh nicht halten, deren Überlebensmodell läuft auch immer darauf hinaus, dass sie zum Beispiel Ablösesummen kassieren von größeren Ligen, sprich Deutschland. Aha. Ja. So, oder ja, das führt halt immer dazu, dass zunächst der Trainer bzw. der sportliche Leiter, also die ersten Entscheider sozusagen, ja, dass die zunächst hauptamtlich tätig sind und dann erst Spieler. Wenn in Deutschland Oberligisten einen Sponsor findet, dann sagen die, oh, jetzt holen wir uns den und den Spieler und den bezahlen wir gut und dann steigen wir auf. Aber der Trainer ist immer noch der aus der Bezirksliga. Der kann auch gut sein natürlich. Ne? Also der kann auch super sein, der kann mitgewachsen sein. Und das ist alles keine Frage. Aber also das passt irgendwo nicht. Wir können das in Deutschland ganz weiterdenken, deutlich weiterdenken. Schau dir an, was ein Bundestrainer in der Leichtathletik verdient. Ja, kann das auch. Dann wissen wir um den Stellenwert von Trainern in Deutschland. Ja? Ich will hier nicht rumheulen. Ich bin Bundesliga-Trainer, mir geht's gut, das ist keine Frage. Aber es gibt eine Menge Kollegen, die werden so unterirdisch bezahlt und die haben so unglaublich schlechte Perspektiven. Das ist nicht nachzuvollziehen. Sport ist so wichtig in Deutschland, wird so hoch gehängt. Aber ohne Unterbau. Die Leute, die das machen,
die, also die dann wirklich auch da inhaltlich verantwortlich sind, die werden nicht immer gut behandelt. Also in den Sportarten Fußball, Handball, Basketball, da geht es noch, mancher Sportarten, ja, ab einem gewissen Level ist das alles okay, aber wenn man sich die olympischen Kernsportarten anschaut, da muss man mal ein Interview führen mit den Trainern. Das hört man ja auch regelmäßig. Immer so um Olympia rum wird sich da beschwert. Nein, wir müssen das verbessern. Und nach Olympia, wenn wieder kein Schwimmer irgendwas gewonnen hat, dann jawohl, jetzt müssen wir was verbessern. Die Trainer, unsere ganzen guten Trainer sind weg, ja, beim Rudern. Ganz guten Trainer sind irgendwo in der Welt verteilt. Warum denn? Ja, weil die Deutschland nicht bezahlt werden. Oder nur so schlecht, dass die Spitzencracks nicht mehr da sind. Super schade. Das ist ja... Ja, aber das ist halt auch, ich sage immer, das ist System. Also genau. Das ist einfach, wenn du dir anguckst, dass ein Kontostieg in den USA mehr Geldmittel hat als ein mittelständiger Handballverein in der ersten Liga, da fragt man sich auch, okay, das ist schon komisch. Ja? Das Einzige, was das in Deutschland so einigermaßen mithalten kann, ist Fußball. Ja, und dann danach kommt lange gar nichts, dann kommt Basketball und Handball und darunter kommt wieder ganz lange. Eishockey ist ein bisschen. Eishockey auch noch, okay, aber. Gerade, was du gerade sagtest, die Kernsportarten. Ja. Wenn ich mal so mit, ich habe mal Kontakt gehabt zu einem Kanu-Booster. So, ganz ehrlich, der hat, ich glaube, der war 300 Tage im Jahr unterwegs irgendwo. Und der hat dann nach 3 Jahren ist er nach China gegangen, weil er sagte, Alter, da verdiene ich in 5 Jahren so viel, dass ich aufhören kann zu arbeiten. Mhm. Ja, weil die da einfach den Sport, und das Richtige ist eine andere Frage, so hoch hängen und dafür, die bilden halt selber nicht aus und die kaufen auch. So, das ist halt deren Masche. Mhm. Und das ist ja eine Sache und ich glaube, wenn das sich so nicht großartig hier verändern wird, dann wird das auch immer das Kernproblem bleiben. Und das bleibt auch so, denn ich sehe keinerlei anderen Sportarten, die sich da in diesem Bereich weiterentwickeln. Mhm. Vielleicht auch, weil der Fußball wenig zulässt. Das ist so, weil die sehr viel binden. Aber da muss man, glaube ich, einfach mal schauen, wie sich das in den nächsten 10, 12 Jahren entwickelt. Es ist ja eine Frage der Prioritäten. Das habe ich ja versucht gerade zu sagen. Das ist nicht unbedingt eine Frage des Geldes. Das Geld ist da. Die Frage ist, welche Priorität setzt du? Ja, bezahlst du, ermöglichst du dem Athleten das zuerst oder sagst du, okay, du hast einen Trainer oder einen Sportchef, wie man immer das nennt, der dafür sorgt, dass erstmal ein paar Leute besser werden. Ja? Und dann kümmerst du dich um den einzelnen Athleten. Dann hast du eine ganz andere Basis. Nicht wundern. das mag sein, dass das eine Basis ist, aber ich glaube auch einfach, das guckt ihr, nehmen wir bei Rudern als Beispiel. Wir haben viele gut Junioren und ähnliches, aber die brechen danach ab, weil die als Sportler, wenn sie ins Bundesliga steigen, überhaupt keine Kohle verdienen. Das schmeißen sie hin. Deswegen, das muss auch mit Anschluss werden. Das ist schön und gut, dass es die ganzen Sportförderkompanien und Wintersport beim Zoll und sonst wo angestellt sind. Aber das ist eine gute Idee, das irgendwo zu buffern, aber auch das ist letztendlich auf Dauer keine gute Alternative. Also man sollte schon so einen Weg vielleicht dauerhaft finden. Man muss ja nicht die Leute dann oder die Trainer vielleicht dann gleich direkt, wie du jetzt gerade gesagt hast, China dann quasi so mit Geld überhäufen, dass man nach 5 Jahren aufhören kann zu arbeiten. Aber zumindest mal so, dass man die hält, die guten Trainer. Ne? Da muss man hin. Und nicht jeder will nach China. Na, ganz genau. Es wollen viele nicht weg, aber wenn du von einem Top-Leichtathletik-Trainer hast, der dann halbtags arbeiten muss, irgendwo als Sportlehrer oder sowas, damit er überhaupt wiederholen kann, das kann nicht sein. Nee. Und wir reden vom Bundestrainer. Ja. Ja, also da fasst ihr halt vom Kopf rein. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein eigentlich. Mhm. Lass uns noch mal ganz kurz auf den Handball dann zurückkommen. Ein kleiner Exkurs. Und zwar hatte ich noch eben so zwei Dinge im Kopf. Wir hatten ja kurz über die, du hast das System quasi hier angesprochen vom Handball, das natürlich ein bisschen einfacher ist, so die Leichtathletik-Saison jetzt beispielsweise auch zu planen. Nichtsdestotrotz, oder vielleicht auch gerade deswegen, ist ja auch so eine Vorbereitungsphase sehr wichtig im Handball, um die Spieler dann gesund durch die Saison zu bringen und natürlich auch auf die Saison vorzubereiten, physisch und technisch, taktisch, wie auch immer. Da ist mir jetzt als erstes eingefallen, das wird vielleicht mehr an dich gehen, wie viel Wert legst du in der Vorbereitung oder auch vielleicht generell so auf so eine Art, ich sag mal, dass die Chemie stimmt, dass die Chemie in der Mannschaft stimmt, kann man überhaupt viel dran machen? Gibt's da so eine Art, machst du auch so eine Art vielleicht Teambuilding-Maßnahmen? Also wie viel machst du, konzentrierst du dich so auf, ich sag mal, das Spielerische und wie viel
Wert gibst du dem Ganzen, dass das in der Mannschaft stimmt, also dass die Mannschaft irgendwie auch harmoniert? Also ich meine, so Harmonie ist ja nicht nur unter den Trainern wichtig, dass man sich da gegenseitig vertraut, sondern auch in der Mannschaft, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ja, wie viel Einfluss hat man da überhaupt drauf? Oder ist es auch eine Glückssache, wie die Spieler dann letztendlich harmonieren? Also Teambuilding und Teambuilding-Maßnahmen ist natürlich immer so ein großes Wort. Im Grunde bildet sich ein Team in dem Moment, wo sie gemeinsam in die Halle gehen und anfangen zu trainieren. Spätestens. Eigentlich schon, wenn sie sich sehen. Ja, fängt ja der erste Prozess, Knowing, als erste Phase, ja, sich kennenlernen, fängt genau in dem Moment an. So, und dann geht es eben in die nächste Stufe, dass am Anfang beim Kennenlernen ist es so, dass alle noch sehr höflich sind, alle so ihre Maske vor sich hertragen und versuchen, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Und je härter das Training wird und je größer der Druck wird und je mehr verlangt wird von allen Seiten, desto brüchiger wird die Fassade und es kommt zu dem bekannten Konflikt, der Konfliktphase. Ja? Also, dass dann auch mal Dinge wirklich aufplatzen, da denkt man manchmal aus heiterem Himmel, schreien sich Leute an, obwohl sie sich ja eigentlich eine Sekunde vorher noch ganz gut verstanden haben. Aber das ist dann eben so die Phase, in der Dinge nicht so gut funktionieren und dann fängt es eigentlich grundsätzlich immer an, dass man die eigentlichen richtigen Regeln aufstellt. Ich habe schon oft versucht, solche Dinge abzukürzen in Vorbereitungsphasen, aber letztlich muss es immer wieder diese Tiefen geben und diese Eskalationen auch von bestimmten Konflikten, um dann eben auch von den Spielern gemachte Regeln aufzusetzen. Denn erst dann hast du ein Team, was dann wirklich auch performen kann und wirklich auch Leistung zeigen kann in der reinen Form, weil es dann aus ihnen herauskommt. Also letztlich, ob du als Coach einen Mentaltrainer dazu nimmst oder in den Hochseilgarten gehst oder Canyoning machst, das sind alles nur Dinge, die wahnsinnigen Spaß machen, die auch gut sind, das ist eine schöne Geschichte, das ist ablenkend, aber die eigentlichen Prozesse für das Spiel, also für die Spielperformance auch am Ende, die dann wichtig sind, auch was Hierarchie angeht und so weiter, die entstehen in der Arbeit selbst. Was sind da so, du hast es gerade gesagt, vom Team gemachte Regeln? Was meinst du? Also was, naja, also nehmen wir mal ein akutes Ding, was wir jetzt gerade in der Vorbereitung hatten. Wir hatten eine sehr lange Pause durch die Corona-Zeit. Wir haben wenig Handball gespielt, also gar nicht. Viele Jungs kamen alle wieder mit einem Bizeps, der sah aus wie mein Oberschenkel. Ja, also wir haben natürlich ganz viel Spaß gehabt am Krafttraining. Ja. Auch die Ausdauerteile waren wunderbar. Also die Jungs sind wirklich gut erholt, aber gleichzeitig auch trainiert, in den allgemeinen motorischen Fähigkeiten wiedergekommen. Ja. Aber wenn dann der Ball dazu kam, sah es düster aus. Ja. Also das war schwierig. Die ersten Tage, acht Wochen haben wir gar nicht geworfen. Ganz langsam, zwei bis dreimal die Woche, das war irgendwie so ein Anstieg. Und das war natürlich auch noch individuell, da ging es noch nicht darum, dass wir irgendwie zusammen was machen. Sondern da ging es nur darum, die Schulter gängig zu halten, also die Wurfbewegung zu ich will nicht sagen, auf das höchste Niveau zu bringen, sondern überhaupt nur möglich zu machen. Ja, dass ein Bundesligaspieler wirft anders als ein kleiner Junge, der einen Tennisball über Platz wirft. Ja, also ja, das, ja. Na, da sind nochmal, oder jemand, der einen Stein aufhebt und den ins Wasser wirft. Da ist ein Unterschied, auch in der Extremität oder in der Extremform der Bewegung. Da gehört schon ein bisschen Vorbereitung zu. Das kann man nach zwei Monaten Pause nicht einfach so machen. Entweder ist es total unpräzise, also Performance stimmt nicht, oder es ist echt gefährlich. Ja? Bei einigen ist es wirklich auch gefährlich, weil da eben Dinge natürlich auch, ich sage mal so, ein bisschen unspezifisch einrosten. Ja? Strukturen rosten ein und die müssen halt einfach wieder freigeblasen werden. So, und da braucht man Bewegung für. Für sich selbst und für die Torhüter gefährlich. Ja, ich sag's, Performance ist schwierig. Und da haben wir sehr, das ist krass, sehr oder 8 Wochen. Also würde man ja jetzt gut von den Strukturen kann ich mir schon vorstellen. Aber das siehst du auch als keine Ahnung, an der Wurftechnik, wenn das halt an der Wurftechnik, du siehst es, wo das Ding einschlägt, nämlich überall, aber nie da, wo er hin wollte. Ja. Man muss sich nur vorstellen, dass ja allein so ein Zentimeter mehr Sprunghöhe oder weniger Sprunghöhe schon den Abwurfwinkel verändert und damit auch die Ausholbewegung. Ja, das verändert sich ja automatisch dadurch, dass du anders abspringst, dass du weniger Dynamik vielleicht in deinen Fußgelenken hast. Fußgelenke sind das nächste große Thema. Ne? Der Absprung, die Dynamik, der Abdruck
vom Hallenboden. Das war das nächste Thema, was wir groß hatten. Also Schulter und eben Anpassung an diese kurzen Bewegungen. Das waren unsere großen Themen für die ersten Wochen. So, sind wir mal weggekommen. Das war nur die motorische Ausbildung sozusagen oder Grundlage für das ganze Spiel. Ja. So, und dann fangen die Leute ja wieder an, miteinander irgendwas spielen zu wollen. Also wir haben ja auch sowas wie Taktik. Ja? Es sind viele Leute auf engem Raum, das heißt, wir müssen uns taktisch irgendwie organisieren und das ist so auf dem Brett super klar und die Vokabeln sind völlig eindeutig, aber das funktioniert eben nicht so, wie man das auf dem Brett hin und her schiebt, sondern auch da muss man dann wieder Dinge erkennen, da ist ein Gegner, der stört, da ist eine Varianz, das ist nicht immer so, wie wir das uns sagen wir mal ideal vorstellen und dann kann man etwas schneller abschließen, etwas später abschließen. Man kann die Situation nehmen, man kann die Situation nehmen. Also wenn es sich so darstellt, kann man sich, da gibt es immer wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Taktiktraining ist nicht nur wenn dann, sondern eben sowohl als auch oder eben dritter und vierter Schritt noch dabei, ja, den man irgendwo beim Entscheidungsverhalten im Kopf haben muss. Und dafür, wenn das am Anfang nicht gleich funktioniert, wenn also die höchste Performance noch nicht da ist, das noch nicht so eingespielt ist, dann gibt es immer Spiele, wo dann das aussieht wie Kraut und Rüben. Mhm. Also wo man das Gefühl hat, was haben die eigentlich die letzten 3 Monate gemacht? Und die hatten wir auch, diese Spiele. Und die Spieler wollen Spiele gewinnen. Die wollen nicht so ein Spiel. Ja, also, und dann kommen sie zu dem Zeitpunkt zu der Überzeugung, okay, wir müssen uns jetzt auf ein paar Basics einigen und die müssen wir jetzt erstmal 100% sicher hinkriegen. Und das ist der Moment, wo das Team anfängt, sich selbst solche Regeln aufzusetzen, die auch dann funktionieren. Das kannst du von außen, kannst du versuchen, ja. Wird aber nicht funktionieren. Also du siehst dich da mehr so als Dirigent, vielleicht, können wir so sagen. Ja, ich habe schon Vorstellungen. Ich fordere schon Dinge ganz klar ab, aber auch da sind natürlich bei den Spielern, Spieler haben unterschiedliche Rollen. Ihrer Hierarchie und ja. ihrer Möglichkeiten, ihrem Potenzial nach gestrickt, mehr oder weniger. Und dann erwarte ich von bestimmten Spielern bestimmte Handlungen. So, bestimmte Entscheidungen, bestimmte Würfe, bestimmte Durchbrüche, ja, Spielgestaltung. So. Aber das konkurriert natürlich auch. Es gibt nur einen Ball. Da hat nicht jeder einen eigenen Ball. So. Das bedeutet, man kann auch jeden Angriff nur einmal abschließen. Ja. So, wenn aber der Rückraum linke und der Rückraum rechte, die tendenziell ganz ähnliche Möglichkeiten haben, wenn die der Meinung sind, das ist jetzt, der hat gerade seine Rolle verlassen oder der hat gerade seine Rolle verlassen, dann ist das irgendwann zu moderieren. Ja. So, und wenn das der Fall ist, wenn da die Konkurrenz aufploppt sozusagen, dann sind wir an einem interessanten Punkt angekommen, wo wir anfangen, wirklich Dinge dann aufzusetzen, die dann auch wirklich Bestand haben. Die dann auch langfristig Bestand haben und die man dann wieder weiterentwickeln kann, dann ist auch bei allen die Bereitschaft da, so, jetzt halten wir uns daran, weil das haben wir ja selber, da haben wir uns ja alle für committed. Ja, ja. Kommunikation ist dann ja auch viel, letztendlich innerhalb des Teams, dass sowas dann funktioniert, oder? Ja. Ja. Im Team und auch im Staff. Ja. Okay, und dann die Vorbereitungsphase quasi, so ein bisschen aus deiner Sicht, und du bist ja dann du hast vielleicht was anderes im Kopf als der Cheftrainer. Du möchtest vielleicht eher, oder ja, beziehungsweise die Frage an dich einfach, wenn du Vorbereitungsphase mit der Handballmannschaft hast, wo legst du da deine Schwerpunkte? Wo achtest du vielleicht am meisten drauf? Welche motorischen Fähigkeiten sind dir vielleicht am wichtigsten? Oder was ist dir am wichtigsten vielleicht bei den Spielern jetzt speziell auch im Handball zu entwickeln, dass die gesund durch die Saison kommen zum Beispiel. Hast du da irgendwie so einen Fahrplan dann immer in deinem Kopf, wenn es in die Vorbereitung geht? Ja, doch, schon. Also es gibt natürlich so große Bausteine, was ich Maximalkraftaufbau über ein paar Wochen, jetzt war es total einfach, du hast es gerade schon gesagt, weil wir so viel Zeit hatten wie nie. Ja, also wir hatten jetzt letztendlich Monate Zeit, die motorischen Grundlagen zu trainieren. Also wir hatten noch nie so gute Max-Kraftwerte, wenn noch nie so gute Ausdauerwerte. So, und das haben natürlich alle Vereine genutzt, um das mal hinzukriegen. Und das Interessante war, dass wir jetzt auch, weil ich glaube, wir haben es jetzt in dieser Vorbereitung auch gut hingekriegt, dass wir sie progressiv entwickelt haben. Wir haben gefühlt, liest du momentan jeden Tag irgendwelche schweren Verletzungen.
Da sind wir momentan Gott sei Dank auf dem verschont worden. Und ich glaube, also ich glaube fest daran, dass das so ein bisschen unserem progressiven Modell geschuldet ist. Dass wir da wirklich, wir hatten einen kleinen Vorteil, dass wir noch ein bisschen mehr und ein bisschen früher in die Halle wieder konnten. Dass wir die Schultern, die Sprunggelenke vorbereiten konnten. Und klar habe ich grundsätzlich einen Bauplan. Ich habe bestimmte Vorstellungen davon, wer was auf jeder Position körperlich leisten muss. Ja, also ein Außen braucht ein anderes Sprungverhalten und ein anderes Beschleunigungsverhalten als ein Kreisläufer. Kreisläufer hat einen Radius von, wo hochdynamisch sein muss, von 1,50 Meter, 2 Meter. Ja, ein Außen muss einen Tempo-Gegenstoß laufen können. Und das Schöne daran ist, also das ist so meine Denke, ich hange mich da so ein bisschen an diesen ganzen Hochschulstudien lang. Das heißt, es gibt immer wieder moderne, neue Erhebungen, wo denn eine Sprunghöhe vom Außen ist, wo denn eine Sprunghöhe vom Halben ist, wo die Rotationsbeschleunigung vom Kreisläufer ist. Und das sind halt so Maßstäbe, die ich formuliere pro Spieler, wobei man auch das wieder individualisieren muss. Es gibt Außen, die springen nicht. Die laufen mehr. Also ich denke, da ist ein Zyniker früher. Uwe Gensheimer. Genau. Uwe Gensheimer, Robert Weber mit die besten Außen der Welt über viele Jahre. Und die Sprunghöhe ist aber absolut übersichtlich, verglichen mit einem Abalo oder mit einem Tobi Reichmann. Ja? Also gibt es ganz unterschiedliche Leute. Typen, aber das ist halt, und anhand von dem probiere ich die dann individuell weiter zu fördern, dem, was sie haben müssen. Und ich setze natürlich ein Grundgerüst voraus. So, und wenn die das nicht haben, dann muss man daran halt basteln. Also wir haben zwei Spieler gekriegt, die aus dem Ausland gekommen sind, beziehungsweise einen, der hier innerhalb von Deutschland vom Verein gewechselt ist. Da war ich mit der körperlichen Verfassung von beiden überhaupt nicht zufrieden. Teilweise von der Körperkomposition her musste da dringend dran gearbeitet werden. Das ist dann erstmal ein Maßstab, den man anders umbaut. Den stelle ich dann im Vordergrund. Und dann sage ich ihm auch, hier pass auf, handballerisch kann funktionieren, wird aber nicht lange funktionieren, wenn der in diesem Zustand Handball spielt. Das war offensichtlich. Und da muss Frank halt sich dran halten oder so ein bisschen zurücknehmen, was das angeht, bis dann halt die körperlichen Grundvoraussetzungen da sind. Denn er kann ja auch kein Interesse daran haben, dass wir eine Vorbereitung schwere Verletzungen generieren. Das kann nicht sein. Und von daher. Diese Spieler haben dann, um das konkret zu machen, einfach mal eine Handballeinheit weniger gehabt. Genau. Und dafür eine Athletikeinheit mehr. Ja, genau. Ja, was jetzt sowieso nach Corona, wir hatten ein paar Spieler, die auch keine Handball, also sehr lange nicht Handball gemacht haben, da war es auch so, dass die einfach eine Handballeinheit weniger gemacht haben, weil wir in dieser in unserem ersten Corona-Trainingsteil sozusagen ab Mai, da konnten wir schon Handball machen. Ja, also Handball, also diese spezifischen Dinge, die wir gerade beschrieben haben. Ja. Und das fehlte denen allen. Also die zu uns gekommen sind, die haben alle nicht handballerisch trainieren können. Und das hat man auch gesehen. Ja. Das hat man echt gesehen. Das denkt man immer nicht. Wenn man 15 Jahre Handball als Profi spielt, dann denkt man immer, ja, die Bewegung verlernt man nicht. Doch, man verlernt. Das ist ja genau das Gleiche, was ich auch gerade gesagt habe. So nach 8 Wochen, wo du gesagt hast, dann ist das Wurfbild auf einmal ganz anderes. Und die Bälle gehen daneben. Ja. Und das sind halt Sachen, da muss man halt sehen, wo man damit einsteigt. Ne? Das kann an unterschiedlichen Dingen liegen. Das kann bei den Sprunggelenken, da fehlt einfach die Spannungsübertragungskurve bei Bodenkontakten. Dann denkst du, Alter, das ist ein 70-Jähriger, der da gerade probiert, dann Spannung auf den Vorfuß zu bringen. Ich fand das schon erschreckend, dass wir teilweise wirklich starke 1-gegen-1-Spieler, die schnell in der Bewegung sind, im Prinzip dann gesehen haben, wo ich denke, fuck, das ist ein Drittel von dem, was er sonst kann. Und spielt sich natürlich bei dir sofort ein Film ab. Scheiße, wie kriege ich denn in der Zeit, die wir jetzt noch haben, da wieder hin? Mhm. Und das war einfach, ja, das war spannend, jetzt in diesem Fall das so zu sehen. Und wir haben in dieser Vorbereitung, ich habe keinen Max Markhaftbock gemacht. Brauchten wir nicht. Das war einfach da. Sondern wir haben dann halt direkt in die spezifischen Bewegungen und Schnelligkeiten gegangen. Das heißt, also ich sage mal, für den Handball ist es nicht artgerecht, Kniebeugen, Kreuzheben und Aufstoßen zu machen. Das sind super Übungen, gar keine Frage, aber wir bewegen uns so weit nicht auf dem Feld. Wir haben unilaterale Bewegungen, wir haben Sprungmuster, wir haben Wirbelsäule, Rotationsmuster und solche Sachen. Und dann konnten wir halt doch relativ schnell in diese spezifische Belastungsphase gehen. Und das ist halt eine Sache, ja, die ist, glaube ich, unabdingbar. Und halt auch macht es wesentlich komplexer als Sportart, also die meisten Spielsportarten sind sehr komplex und da geht halt auch der Trend weg von diesen reinen Langhanteln-Sachen. Langhanteln ist super, gar keine Frage, wenn es um Kraftentwicklung und sowas angeht, ist gar keine Frage, auch teilweise für Schnelligkeit, aber die Schnelligkeit vom Umsetzen und vom Snatch oder sowas ist bei weitem nicht das, was wir im Handball an spezifischer Bewegung brauchen. Ich nutze die, um das motorisch anzubahnen, aber immer mit zielgerichteten Übungen. Es geht gar nicht anders. Also nutzt du die
die Grundübungen, sagen wir jetzt mal Kreuzheben und Kniebeuge, auch nicht ganz zu Beginn in der Vorbereitung in irgendeinem Block? Hast du die komplett? Habe ich sonst in den letzten Jahren immer gemacht. Wenn wir wenig Zeit hatten, hatte ich immer eine komplette Mannschaftsblock von 4 bis 6 Wochen. Weil die Spieler natürlich, jetzt haben die Spieler in der Corona-Zeit alles macht häufig selbstständig dann trainieren können. Nach dem ganz scharfen Lockdown hatten viele sich eine Hantel irgendwie einen Zugang besorgt zum Krafttraining, weil die Jungs einfach auch Bock drauf haben. Und die hatten natürlich auch mega Langeweile. Ja, also das ist ja auch, ne, wenn du jeden Tag normalerweise in der Halle bist und du kannst gar nichts mehr tun, ja, dann liebst du diese Stange auf einmal, ja, ist ja logisch. Ne, so. Und da haben viele Spieler sich einen Zugang organisiert, beziehungsweise wir konnten auch behilflich sein. Genau. Ja, und deswegen war das nicht nötig, weil die einfach mit viel mehr Bizeps wieder kamen als sonst. Ja? Also sag ich jetzt mal salopp. Ja? Aber ansonsten ist die Maxkraft immer noch Basis für Schnelligkeit. Das kenne ich aus dem Sportschuh. Das ist eine Rechengröße, die da sein muss. So. Ich sage immer, es ist für einen Handballer ziemlich latte, ob der 180 Kilo Kniebeugen macht oder 160. Das macht ihn nicht zwingend zum besseren Handball. Aber ein bestimmtes Grundniveau braucht jeder. Das ist Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftfähigkeiten, sagt doch Schmidt Bleicher immer. Ja, ist auch richtig. Das war's dran. Der hat aber nicht ganz Unrecht mit. Ja. Nach wie vor nicht. Und das ist halt auch das, was mich so ein bisschen immer wieder irritiert, dass da halt auch in vielen anderen Sporten, im Handball geht das glaube ich mittlerweile, aber gerade in der Leichtathletik ist das essentiell, weil das ist Maxkraft mal ist gleich Geschwindigkeit irgendwann. So, und wenn du dann siehst, dass dann Leichtathletik-Trainer kommen, dann nochmal einen Rückschluss zu ziehen, die sagen, ja, 30 Kilo Kniebeuge ist für die Sprinter genug. Nee, das ist nicht so. Ja, da grinne ich drüber. Das ist, jeder, der da so ein bisschen in diesen Bereichen denkt, weiß eigentlich, dass das Quatsch ist. Und wenn du das dann noch koppelst, was ja auch mit Sicherheit eines meiner Interessen gerade ist, ist, wenn du diese Neuroathletik dann auch mit reinbringst und die dann auch noch in der Wahrnehmung schneller machst, da ist die situative Erkennung zum Beispiel, dass die schneller wird oder dass das Gleichgewicht einfach so schnell sensitiv reagiert, dass sie mehr Zweikämpfe gewinnen, das macht das Ganze halt komplett. Und das macht dann das Spannende. Da stelle ich mir aber auch schwierig vor, in so ein Teamtraining zu integrieren, oder? Das ist eher so ein Einzelding, oder? Genau daran. Da sind wir jetzt gerade immer wieder. Wir integrieren es. Ich habe Frank vor ein paar Wochen das war der erste Lehrgang in Deutschland für Neuroathletik im Mannschaftssport. Da habe ich mit hingeschleift, wobei ich nicht schleifen musste, da hast du wirklich auch direkt gesagt, jo, klingt gut, machen wir. War das hier beim Lienhardt? Lars und vor allen Dingen die Tina Nguyen ist da eigentlich diejenige gewesen, die das lange macht. Das ist eine Athletiktrainerin aus Köln von der Blackbox. Also geiles Crossfit-Studio und die hat das salonfähig gemacht. Die hat sich wirklich hingesetzt, die hat auch diese komplette Sea-Health-Ausbildung gemacht. Es hat ein riesen Know-how und die hat wirklich 3 Jahre sich hingesetzt und diese ganzen Dinge mal auf Mannschaftsfähigkeit runtergebrochen, was extrem aufwendig ist. Und das hat sie wirklich, ich fand es sensationell gut. Der Julian Lewis, du kennst ja auch, der war jetzt auch nochmal bei ihr, hat da mal eine Hospitation jetzt auch speziell da mal gemacht und der war erschlagen von der Kreativität, die sie da an den Tag gebracht hat, was an Möglichkeiten besteht. Und das ist halt eine Sache und das ist halt echt schwer und da kommen wir wieder an den Punkt Zeit. Ja, es wäre manchmal schön, wenn wir mehr Zeit im Prinzip noch zur Verfügung hätten, um das halt noch in Vordergrund zu stellen. Aber das hapert eben. Es muss ja eine Schnittstelle geben zwischen Handballentwicklung, zwischen Athletik. Diese Prioritäten setzen. Ganz genau. Und das ist halt der Schwerpunkt. Es geht immer um den Hebel. Es geht immer um den Hebel. Ne? Also welcher Hebel ist jetzt gerade der größte für uns? Ja, genau. Die Entscheidung, die muss ich immer wieder treffen. Und ich brauche immer wieder neue Ideen, ne? Auch Beobachtungen aus anderen Perspektiven oder auch andere Ideen, Konzepte, wie zum Beispiel diese Neuroathletik und ich gehe da mal hin und denke so, ja, die wissen, wovon sie reden und ich glaube, das ist okay, aber ich habe keine Ahnung, wie ihr das macht gerade, ich verstehe gar nichts. Ne? So. Aber, wenn ich nicht überzeugt wäre, wenn ich nicht auch diese Dinge besuchen würde, dann und würde das vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich Philipp nur durchführen lassen, dann ist auch die Akzeptanz im Team nicht in der Form am Ende da. Ja. Ja? Sondern es ist total wichtig, dass ich auch davon überzeugt bin und auch daneben stehe und sage, hey, bitte, du sollst jetzt dem Ball folgen und nicht nur so tun, als wenn du ihm folgst, ja? mit deinen Augen. Oder die, also einfach korrigiere, mit daneben stehe und versuche, dasselbe umzusetzen. Und dann
haben wir eine ganz andere Akzeptanz und dann kriegen wir auch so ein komisches Training, was natürlich noch nicht jeder kennt, wo viele Sportler noch keinen Zugang zu hatten. Neuroathletik ist modern, ist hip, also der interessierte Sportler, der weiß schon davon. Ne? So ist das nicht. Aber wir brauchen halt immer wieder auch die Überzeugung und die Tatsache, dass der Sportler auch die neue Methodik akzeptiert. Ja. Das ist schon okay, wenn dann der Cheftrainer auch mit daneben steht, auch davon überzeugt, dass klar ist. Ne? Also wir wollen das beide. Das ist nicht nur ein Projekt von Philipp, sondern es ist etwas, was wir beide wollen. Ja, und gerade Neuroathletik ist ja letztendlich auch eine komplizierte Sache vielleicht erstmal an sich, beziehungsweise dann ist ja so. Du musst es ja irgendwie dann verständlich rüberbringen und vermitteln mit einfachen Worten, dass man als Spieler dann vielleicht auch versteht, was mache ich eigentlich, warum mache ich das überhaupt? Also wenn ich jetzt davon noch nie gehört hätte und mir auf einmal einer sagen würde, ey, folg mal die ganze Zeit hier diesen Ball oder diesem Stift oder guck auf diese Zahl und diesen Kreis, dann würde ich auch mir denken, das ist so ein Trainer noch nie gesehen. Also ein Handball, so könnte ich mir auch vorstellen. Das Interessante ist, glaube ich, eigentlich, man kriegt Leistungssportler immer damit, wenn sie selber merken, ey, das bringt mich weiter. Mhm. Wenn man das hinkriegt, und das ist in dem Mannschaftssetting am Anfang schwierig. Ja. So, aber wenn ich, wie lange ist das her, dass wir zum ersten Mal zu viert auf dem Meer gegangen waren, das ist 4 Jahre her oder sowas. Auf dem Norbert, auf dem allerersten Lars-Lieger. Ja. Der Basel-Lieger war mal. Ja, das ist so lange schon. 18. Und ganz ehrlich, das war mein zweiter Aufschlag. Ich habe mir da schon buchmäßig viel drin, aber das war schon mächtig. Nach einer Stunde bin ich ausgestiegen, mir rauchte die Rübe. Von uns vier, einer war 2 Wochen krank geschrieben. Ich hatte Kopfschmerzen 3 Tage lang, glaube ich. Mir war schwindig, duselig ohne Ende, und dem anderen war Speichel. Das ist schon der. Weil wir dieses Augentraining dafür gedacht haben. Alter Falter, das war. Aber ich kann mir nicht, also Kopfschmerzen hatte ich nicht. Ich war nur einfach verwirrt. Von der Masse an Informationen. Ich kam da nicht hinterher, weil ich natürlich das Buch nicht gelesen hatte vorher, ist ja klar. Muss ja so gehen. So, und es war als Praxislehrer hart. Und er hat immer wieder Bezug genommen auf die Theorie und ich hatte 0 Ahnung. Ja, also, und dann ist das Hardcore. Also, das geht nicht. Genau. Das geht nicht. Aber das war schon echt erstaunlich. Aber da habe ich gemerkt, wie mächtig das ist. Also ich bin einer, der braucht wenig Schlaf. Ich war um 18 Uhr zu Hause und habe um 18.30 Uhr gepennt, bis nächsten Morgen um 8. Ja, also das ist mir seit 20 Jahren nicht passiert. Ja. Also da habe ich dann schon gemerkt, und da ging es bei mir, hat halt Klick gemacht, dass das echt auf jeden Fall eine Menge bewirkt. Ja. Und das war für mich der Schlüssel, wo ich gesagt habe, okay, das ist neben dem auch völlig richtigen und wichtig klassischen, ich nenne es mal klassisch, Athletiktraining auf jeden Fall ein Baustein, der mit dem klassischen Athletik verzahnt, einfach extrem viel bringt. Also es gibt ja ein paar Trainer, die sagen, nur noch Neuro, das habe ich verquatscht. Und ich glaube, die Kombination aus beiden ist einfach das Optimalste. Man muss einfach das nehmen, was einen weiterbringt, alles andere schmeiße ich weg. Und das schmeiße ich auch aus meinem Kopf weg, weil ansonsten drehe ich immer durch. Ja, wie immer findet man wahrscheinlich die Wahrheit eher so in den Grauzonen. Nicht genau, das war ja. Das ist immer so. Das war auch immer so. Also ich bin jetzt 44 und ganz ehrlich, überlege selbst mal, du bist jetzt seit 8-9 Jahren, sage ich mal, wirklich hoch interessiert am Sport und Handeltraining, wie viele Trends du schon mitgenommen hast, die da waren und ganz schön wieder weg waren. Ja, klar. Die Basis, die bleibt da. Und ich bin sicher, dass die Neuroathletik irgendwann von dem Hype runterkommt, aber es wird immer eine Basis geben, ab jetzt. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube, das ist dann einfach das Ding, was uns dann in der Summe weiterbringt. Weil es ja auch, also mindestens mal im Handball oder im Training der Spielsportarten auch an Teilen auf bekannten Dingen aufbaut. Wenn man das Konzept des peripheren Sehens nimmt, dann war das schon immer wichtig. Ja. Entscheiden geht nur, wenn man wahrnimmt. So, wir müssen viel entscheiden. Ja, habe ich ja vorhin beschrieben. Wir haben so viele Situationen, wo wir Schlüsselsignale identifizieren müssen und wo wir gut wahrnehmen müssen. Und wenn man dann, wenn ein Rückraummittel in der peripheren Sicht nicht gut ist, dann wird es schwierig für ihn. Ja? Mhm. Und links außen kann auf der linken Seite vielleicht ein bisschen weniger sehen, das ist okay. Ja. aber Rückraummittel muss das können. Ein Torhüter muss das natürlich können. Das ist natürlich schon etwas, das haben schon viele früh rausgefunden durch Praxis. Ja? Aber es gab nie ein Konzept dahinter. So, jetzt kannst du natürlich wirklich auch bestimmte Dinge ganz anders ansteuern. Und auch trainieren. Ja. Einfach wirklich, und das ist ja das, was viele Jahre als nicht möglich galt. Also ich habe in der Ausbildung noch gelernt,
Es ist halt angeborenes Talent, das ist Quatsch. Das ist in einem bestimmten Rahmen bei jedem trainierbar. Und meinst du sowas wie periphere Sehen? Zum Beispiel, genau. Periphere Sehen, Gleichgewicht, das sind alles so Sachen. Das ist 100%, also das haben wir jetzt gesehen diesen Sommer. Absolut, das ist absolut trainierbar. Und ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass das einen besser macht. Und ganz spannend fand ich jetzt, ich habe eine Diskussion jetzt am Telefon gehabt, auch mit einem Neuroathletiktrainer, der im Gewichtheben aktiv ist. Okay. Und der sagte auch, er hat am Anfang nicht gedacht, dass ein extrem gut sensitives Gleichgewichtsorgan im Innenohr, wenn das wirklich fein justiert ist, dass das die Athleten sprunghaft besser macht. Ja. Sprunghaft besser macht. Und im Gewichtheben. Im Gewichtheben. Hochinteressant. Er sagte, der hat Leistungssprünge in 14 Tagen, 3 Wochen gehabt, die sonst überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Ja, krass. Da sehen wir mal, wie wichtig die Birne da oben ist. Was so Schutzmechanismen ist, immer dieses Leitwort in der Neuroathletik halt wirklich mitverantwortlich ist. Dass man da halt sagt, okay, wenn das Ding weiß, dass die Bewegung rauf runter mit schwerem Gewicht nicht gefährlich ist, dann lässt es auch einfach viel mehr Leistungsperformance. Ja. Und wenn das Gehirn merkt, ich kann höher springen und ich lande immer noch gut, dann ist ein Handballer besser. Ja. Das ist einfach so. Wenn der auf einmal über die Abwehr rüberwirft, weil er das Potenzial eigentlich schon längst hatte, aber der Kopf es ihm zugelassen hat, ist das einfach eine Bereicherung für jeden Spieler. Da bin ich fest überzeugt. Wenn er denn die motorischen Fähigkeiten hat, wenn er immer noch keine Kraft hat, dass die Birne aber gut ist, dann hat er auch keine Performance. Deswegen sage ich jetzt mal beides. Ja, das genau. Das hast du ja neulich mir auch schon mal erzählt, dass du da beim Bankdrücken, hast du, glaube ich, gesagt, mit so einer einfachen Zungentechnik. Also ich bin nur schon im Bankdrücken, da habe ich nie Bock zu gehabt und sehe ich auch nicht als sinnvolle Kraftübung an, in meinen Augen. Aber ja, das war ganz interessant. Also habe ich gedacht, du drückst halt 10 Kilo mehr, ohne viel zu trainieren, im Max. Ja. Und das ist halt interessant. Ja. Ja? Das ist super. Das ist total interessant. Ja. Ja, da bin ich bei dir. Wenn die Spieler das dann merken oder sehen, ich glaube dann auch, dass man dann da voll dabei ist. Ne? Absolut. Und sobald man die Effektivität spürt am eigenen Leib, ja, dann hat es eine... Ist auch, dann ist recht. Wir hatten eigentlich unsere Neurogasse da mit den Pässen, wo man auch wirklich genau... Ja, also, haben wir dann so genannt, damit... damit es schnell geht im Aufbau. So. Und da war es eben so, dass du als Trainer stehst du vor den Spielern und die Spieler kommen auf dich zu und sie müssen müssen sich fixieren, müssen aber gleichzeitig Pässe aus der Peripherie sozusagen verarbeiten, Bälle aus dem Zuspiele, ohne hingucken, genau, ohne dass der Blick sich von dir löst. Und es war wirklich sehr, sehr auffällig, dass tatsächlich schon auch nach den Positionen man sagen konnte, okay, der kann das und der kann es nicht. Ein Außenspieler hatte meistens mehr Probleme als ein Torhüter oder ein Rückraum-Mitte-Spieler. Ja. Also was total spannend ist. Ja, krass. Ja, was total spannend ist. Ja. Und macht ja aber auch Sinn. Ist ja letztendlich auch das, was ihr ganzes Leben über dann machen, wenn die und man muss auch, spielen. Und da muss man auch gucken. Also das, was Frank eben sagte, links außen ist mir ziemlich leid, ob der nach links außen peripher gut sehen kann. Ist nicht interessant. Aber der muss nach rechts halt extrem gut sein. Das kann man halt auch positionsspezifisch sehen. Das hat ein paar Spieler doch angefixt. Am Anfang waren sie doch immer so ein bisschen komisch, aber kam dann hinten rückan, hast du noch mal irgendwann eine Stunde Zeit, das möchte ich noch mal 1:1 machen. Mhm. Und daran merkt man halt, dass da auch das Interesse dran wächst. Aber ich sage ja, das ist im Profisport total einfach, weil jeder Sportler nimmt es an, wenn es ihn besser macht. Das habe ich noch nie anders erlebt. Wirklich noch nie. Und das ist ja auch Blödsinn. Ja, natürlich, ist ja Blödsinn. Genau, das ist ein Ruf. Ja. Naja, und Motivation. Ja, genau, es ist natürlich eine Chance, besser zu werden als andere. Und Profisportler wird man nur, wenn man besser werden will als andere. Ja, also, sonst ist ja falsch. Ist kein Sinn. Ne? Also, dein Job ist ein Wettbewerb. Immer. Ja. Geil, interessant. War das eigentlich euer erster Podcast? Ich habe schon mal einen gemacht. Ja. Ach, schon was, also. Ist alles schon drin im Game. Ich bin voll drin im Game. Mein erster. Profi auf allen Ebenen. Profi auf allen Ebenen. Ja, sonst immer wahrscheinlich hauptsächlich Interviews und Pressekonferenzen, oder? Pressekonferenzen, ganz viel, ja. Ja, ganz anderes Format heute. Ab jetzt jede Woche dann? Das gibt mal einen Trick, wenn meine Frau sagt, ich kann nicht reißen. Priorisieren. Nee, ey, ja, vielen Dank. Ich will nicht mehr Zeit hier von euch in Anspruch nehmen. Haben jetzt auch schon 1,5 Stunden gequatscht. Viele coole Sachen dabei gehabt. Frank Philipp war auch mein erster zu dritt übrigens. Auch spannend. Mein erster Dreier. Ja, cool. Vielen Dank und
soll ich sagen, viel Erfolg die nächsten Wochen. Jetzt vor allen Dingen am Sonntag geht es gegen die Füchse, habe ich ja gerade gehört. Das wäre schön. Ja. Das wäre sehr schön. Punkte brauchen wir immer. Je mehr, desto besser. Die Saison ist ja noch jung. Ja, aber ich hoffe, sie bleibt nicht. Hinten wird die Ente fett. Ja, aber du weißt ja dieses Jahr überhaupt nicht, wie lange die Saison geht. Also, ja, du hast keine Ahnung, niemand weiß, was passiert. Deswegen, je besser dein Start, umso besser ist es für dein Nervenkostüm. Das gilt immer, aber in diesem Jahr besonders. Insofern ja, ist schon wichtig, dass wir in Punkte reinkommen. Aber so ist es immer. Ja. Ja. Aber es gilt für jeden. Also es kann genauso sein, so wie die Regelungen im Moment sind, dass dann, wenn Corona-Fälle in einem Team sind, dass dann 1, 2, 3 Spieler aussortiert werden, dann können wirklich Ergebnisse zustande kommen, die so normalerweise nicht zustande kämen. Und dadurch ist, man weiß nicht, wie dieses Jahr ausgeht. Also es ist ein bisschen mehr Lotterie als sonst. Ja. Das ist einfach ein Problem. Also finde ich, das ist ein Problem. Muss man klar sagen. Aber die Alternative dazu wäre, gar nicht zu spielen. Das geht. Und das geht überhaupt nicht. Unser Sportler kann es sich, glaube ich, nicht leisten, ein weiteres Jahr ohne deutschen Meister oder ohne vollständige Saison das machen. Und wir wollen das ganze Jahr spielen. Also. Wie waren das letzte Saison? Wurde die zu Ende gespielt? Das war 26. Spieltag, glaube ich. Ne? Nee, genau. 27, wir hatten 26. Ja, genau. Und dann wurde quasi die Tabelle zu dem Zeitpunkt genommen. Dann war es quasi die Endtabelle. Und ja, genau. Ja, es gab keinen Absteiger, das wurde so beschlossen. Die beiden ersten aus der zweiten Liga dürfen aufsteigen, weil das halt 20 Mannschaften haben. Bei einer extrem engen Saisonplanung, also das Ganze noch mehr aufgeblasen als sonst. Wir sind 6 Wochen später angefangen, oder 4, 5 Wochen später angefangen mit der Saison, also erst zum 1. Oktober, sonst Ende August. Mhm. Und spielen bis zum 27. Juni. Also, ja, Januar ist Weltmeisterschaft, das heißt, die internationalen Spieler spielen jetzt vom 1. Oktober an durch für 2 Jahre und keine Pause. Weil die ja im Januar die Weltmeisterschaft spielen. Leck mich am Arsch, das ist aber schon strapazierend. Im Sommer dann Olympia. Ja, genau. Olympia ohne Vorbereitung, eines der härtesten Turniere. Ja, also wo du sehr eng nacheinander spielst und dann die nächste Bundesliga-Saison hinten dran. Und zwar ohne Pause nach Olympia. Ohne, ne? Das ist sowieso klar, nach Olympia ist eh klar, aber vor Olympia eben auch. Es gibt keine Vorbereitung. Nix. Ja, so 2, 3 Wochen oder sowas. Und dann spielen die. So, und dann ist auch nochmal Europameisterschaft im übernächsten Winter sozusagen. Alter, da ist ja auch noch mit dran. Kriegst du viel zu tun wahrscheinlich, ne? Naja, ist halt die Frage, in welcher Art. Ne? Also viel zu tun. Ich hoffe, also ich kann mir schon Verletzungen. Klar werden die kommen. Wir sehen es ja jetzt schon, die Zahlen. Ja, so wenig Regenerationszeit? Das ist ja nicht nur physisch, ja auch psychisch dann schön. Das ist der Haupt. Das ist das Ding. Der Kopf ist viel mehr das Problem. Die Leute, wenn du siehst, wie so eine Mannschaft wie die Rhein-Neckar oder wie auch die Kieler oder Magdeburg, Berlin, wenn du die im März, April spielst, da ist so die Hochphase von Champions League und ERF League, also der Euro League, wenn du so willst, im Handball, wo die wirklich, die sind nur unterwegs und spielen nur, die trainieren gar nicht mehr. Mhm. Da siehst du manchmal eine ganze Gruppe von Zombies in die Halle kommen. Also die sehen, wenn du die im Sommer gesehen hast, vor Kraft strotzend aus der Vorbereitung, alle gut erholt und so, braun gebrannt am besten noch, und dann siehst du die im März, April wieder, der nächste, das ist... Erkennst du nicht wieder. Also das ist sicherlich nicht gesund, weil es auch nicht ist auch in der Performance am Ende. Also die Qualität des Produkts ist nicht mehr gut. Ja. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich müssen wir immer präsent sein, natürlich müssen alle Wettbewerbe gespielt werden. Ne? Also es ist gut, wenn Europameisterschaften und Weltmeisterschaften stattfinden und wenn auch jedes Jahr so ein Turnier stattfindet. Das ist gut für die Wahrnehmung der Sportart. Aber gesund ist es oder so. Aber ob das eben, ja, also ja, weil du hast nie solche Einschaltquoten, nie solche Reichweiten, wie wenn die Nationalmannschaft spielt. Ja, klar. Also ich meine, wenn wir vom Leistungssport reden wir sowieso nicht mehr von einem Gesundheitssport. Nein, auf gar keinen Fall, egal welcher Sport. Aber wenn man dann so ein Programm hat, dass man 2 Jahre quasi überhaupt keine Pause irgendwo mal hat, dann ist es ja... Also das ist ja schon fast Körperverletzung eigentlich, oder? Ja, also reden, glaube ich, ganz bewusst von Fahrlässigkeit. Und das ist auch so. Also man hat als Arbeitgeber ja schon irgendwie so eine Fürsorgepflicht.
Und das, dem können die Vereine nicht nachkommen bei den Nationalspielen. Ich glaube, das geht einfach nicht, weil kein Verein kann sich erlauben, Nationalspieler auf der Bank sitzen zu lassen. Weil der hat ja auch eine bestimmte Qualität und ist wichtig für den Verein. Aber das geht halt nicht. Und dem gerecht zu werden, das ist schon knackig. Also wir haben jetzt aktuell 6 potenzielle Nationalspieler. Und die sind natürlich alle, das kann man sich vorstellen, Leistungsträger bei uns. Das ist klar. So, und wenn die weg sind, und wenn die auch 2 Jahre durchspielen sollten, nicht alle werden sich für Olympia qualifizieren. Ich vermute mal, die Türkei wird es nicht schaffen. Ja, da wäre ich dann an der Stelle nicht böse drum. Ja, weil unser Spieler Doruk Pelivan, der für die türkische Nationalmannschaft spielt, der braucht noch Training. Der braucht noch viel Training, um solche Phasen dann auch durchzustehen. Das wäre schon früh für ein Spieler, selbst einer der größten Athleten wie Nikola Karabatic, hat sich jetzt ein Kreuzbandriss zugezogen. Ja, der spielt seit Jahrzehnten auf allerhöchstem Niveau, mit allerhöchstem Einsatz und hat eigentlich immer alles weggesteckt, sodass sich alle gefragt haben, wie schafft er das? Genau, einer der besten physischen Handballer überhaupt. Ja. Unfassbare Präsenz, unfassbare Stabilität. Ja, und hat, aber auch den erwischt es irgendwann. Ne? Also, und hat natürlich vorher auch schon ein paar Sachen gehabt, aber das waren verglichen mit dem Kreuzbandriss natürlich eher kleinere Dinge. Und ja, also wir werden sehen, wie viele Leute durchkommen nach dieser Phase, wo ja nochmal wir das Glück hatten, sehr früh wieder einsteigen zu können. Die meisten Clubs mit großen, wichtigen Nationalspielern, Flensburg, Kiel, viel später angefangen. Ja, also er ist viel später wieder angefangen, in die Halle zu gehen. Das sind die Leute, die die meiste Last kriegen. Die spielen alle Turniere, die haben, wenn du im Januar in Flensburg in die Trainingshalle gehst, triffst du niemanden. Da sind sie alle mit am Start. Da ist kein Bundesligaspieler mehr da, weil die alle unterwegs sind. Irgendwo. Ja. So, und das ist in Kiel nicht anders. Oder bei Rhein-Neckar-Löwen. Und das sind diejenigen, die am meisten, die jetzt ja auch diese Initiative starten, dass wir nicht abstellen. Das hat auch den Grund sicherlich, dass die Belastung, dass man zumindest nochmal hinguckt, ob denn wirklich die Weltmeisterschaft sein muss. Für die Bedeutung der Sportart muss sie sein. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, da muss man abwägen. Oder, ich weiß auch nicht, das ist schon schwierig. Da gibt es nicht die eine Lösung. Ne? Nee, also gäbe es die, dann, wir sind ja alles vernünftige Menschen, es gibt einfach unterschiedliche Interessen. Ja. Ne? Der Verband hat ein Interesse, der muss die gesamte Sportart sehen. Und der Verein an sich hat natürlich das Interesse seines Vereins. Natürlich muss der auch die gesamte Sportart sehen. Wäre ja vielleicht auch mal interessant, die Spieler dazu zu befragen, oder? Ich meine, das sind ja letztendlich ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist, ich quatsche mit denen drüber, das ist ganz interessant und da hörst du halt komplett konträre Dinge. Die einen sagen, ja, ich will national, ich muss dahin. Andere sagen, ja, ich wäre nicht böse drum, wenn es nicht stattfindet. Das ist schon interessant. Und ja, ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Kommt auch immer darauf an, in welcher Phase deiner Karriere du gerade bist. Ne? Absolut. Also, wenn du jung bist. Ja, stimmt. Ja, also wenn du gerade jung bist, willst du. Weil es einfach dich auch nochmal pusht. Ne? Das ist schon klar. Und weil es dir auch, also es pusht dich in deinem Marktwert, also in deinem Renommee, aber es pusht dich ja auch in deiner Erfahrung, also in deiner Performance. Ne? Mhm. Also so ein internationales Turnier zu spielen, ist was ganz anderes als ganz normal Bundesliga und Champions League zu spielen. Ja, ja. Weil einfach die Dichte natürlich noch viel höher ist und natürlich irgendwann das Level auch nochmal ein Stück steigt. Ja? Also was du da an individuellen Qualitäten brauchst und auch an mentaler Flexibilität, also sprich, wie schnell du dich auf unterschiedliche Taktiken, Systeme einstellen musst. Du hast nur 24 Stunden, du hast nur maximal ein Training fürs nächste Spiel. Da gehört schon was zu, da braucht man wirklich große Klasse. Und das lernt man auch nicht in 5 Länderspielen, sondern da braucht man 50 Länderspiele und dann ein Turnier und dann kann man sagen, so jetzt hast du eine Chance, dass du irgendwie machst, ne? Dass man ein paar Formats kriegt von dir. Mhm. Ja. Es bleibt spannend, wie es weitergeht. Total. Ja, total. Das ist eines der spannendsten Jahre. Das hast du auch noch nicht erlebt. Nein, das habe ich noch nicht erlebt. Aber das hat keiner irgendwann so erlebt. Ich habe einen Trainerkollegen, der rief mich an und ist jetzt angefangen in der Bundesliga, erste Jahr. Und der sagte, Frank, können wir mal reden? Auch in meinem ersten Jahr habe ich jetzt so ein Thema hier. Wie kann man damit umgehen?
Schön, da habe ich gesagt, ja, pass auf, also eins ist mal klar, für mich ist das auch das erste Mal. Also da kannst du mal sicher sein, egal wie lange du dabei bist, egal, Martin Schwalb hat kein Buch in seiner Schublade, das ist, glaube ich, aktuell der erfahrenste Bundesliga-Trainer mit den meisten Spielen, der hat kein Buch in seiner Schublade liegen, wo steht Corona-Training. Ja? Ja. Also wie mache ich das in der Zeit? Also das wird er nicht haben. Ne? Und insofern ist es eigentlich sogar ein Vorteil. Also weil letztlich kannst du einfach mal frei drauf losdenken und dir deine Gedanken machen. Und ich glaube, ich weiß, wer es ist, sag aber jetzt nicht. Aber da gibt es ja viele, da gibt es viele Beispiele. Also ich meine, ich kann mir das super vorstellen. Also gerade als junger, neuer Trainer in der Bundesliga willst du vielleicht auch alles irgendwie richtig machen, bis voll mit mir, dann kommt sowas. Naja, und du hast sonst noch keine Bundesliga-Saison erlebt, wo du mal vielleicht ein paar Erfahrungswerte so mitnehmen könntest. Und dann haut dir auf einmal sowas da zwischen die Beine. Ja, aber nochmal, ich sage, das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Weil das meinst ist, du nicht? Das ist für alle neu. Das ja, ist ja, auch schon. Für mich neu. Aber du hast ja vielleicht schon, also ich meine, auch wenn es jetzt für dich neu ist, für alle neu ist, klar, hast du ja irgendwie aus der Vergangenheit, du weißt ja, wie normalerweise vielleicht Saisons und Saisonvorbereitung ablaufen, was da so für, keine Ahnung, was da so für Dinge ineinander greifen, wo du vielleicht so ein bisschen mehr Augenmerk drauf werfen musst. Also du hast ja irgendwie schon Erfahrungswerte, auf die du auch so ein bisschen zurückgreifen kannst. Ja, genau, Karriere ist wegschmeißen. Ja, aber mein. Also unsere Vorbereitung, wir haben es ja gerade gesagt, aber die war ganz anders. Die haben wir noch nie so gemacht wie jetzt. Ja, klar, das sehe ich schon. Aber ich denke trotzdem, dass dir eine gewisse Erfahrung auch hilft. Genau, so. Wenn das jetzt nur das ist, oder? Also gehst ja nicht als Jungspund grün hinter die Ohren in die Saison, sondern hast vielleicht. Naja. Aber als Jungspund grün, also das ist ja so ein Ding, du bist ja auch nicht unbedingt Trainer. Also eine gewisse Vorerfahrung in irgendeinem Bereich ist schon vorhanden, auch bei diesem Kollegen. Der ist schon offenen Auges durch die Welt gegangen. Also. Ja, ich von aus. Ja, der muss da nicht. Manchmal war ein bisschen klein. Der muss sich da nicht klein machen. Also er ist nicht umsonst in die Bundesliga. Nein. Genau. Ja. Genau. Gut. Ja. Nochmal ein bisschen verquatscht, aber jetzt beenden wir das Ganze dann mal. Und nochmal vielen Dank, dass es geklappt hat auf jeden Fall. Ja, danke. Ich habe mich echt gefreut. Ja, gerne. Das ist ein schönes Gespräch.